Wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Salve! We'll be right back.
Moin Leute, was geht ab? Fifa-PC-Mann-WM-Charter und willkommen zu dem Stream hier auf dem Kanal Fifa-PC-Mann. Und heute spielen wir mal wieder Minecraft mit euch, Chat. Wir gehen heute ins End. Ich weiß nicht, heute ist irgendwie keiner da. Wieso auch immer. Gestern auch nicht. Sad, Chat. Aber so ist es jetzt nun mal. Was habe ich gestern eigentlich noch mal gestreamt? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, auf jeden Fall sind ein paar Leute hier. Moin, auf jeden Fall. Einer bin in Ägypten. Okay. Crazy. Möchte, wenn ich mal wieder zu Hause bin, auch mal wieder Minecraft spielen. Ne? Okay, Internet ist leider sehr schlecht hier, aber hört man mich? Oder nicht? Okay, Chat. Hi, moin auf jeden Fall an Tobi. Freue mich, dass du dabei bist. Wir haben schon wieder 14 Koteletts. Geil. Und ja, Chat. Heute gehen wir eigentlich ins End. Das einzige Problem ist nur... Achso, gestern habe ich das Pets im Update gezockt. Was? Ich kann heute nicht? Nein! Du hast mir geschrieben, dass du kannst! Hast du die Enderpearls? Gestern? Ja, aber ist doch der gleiche Tag, oder nicht? Ja, ruckelt aber ein bisschen. Bei mir liegt aber an dem Internet. Was ist jetzt, Chat? Machen wir heute doch nicht End? Aber es wäre doch kacke. Chat, was sagt ihr? Geil. Ich find's geil an dem, der mir das ja einfach alles gestohlen hat. Habe schon mal einen Plan gemacht, was ich tue, wenn ich wieder da bin. Diese. Sorry, das sind Hashtags, ich kann's nicht lesen. Was für eine Riesenplan? Hätte morgen maybe eine Zeit, ja, aber es ist halt schon kacke. Kackebogen. Oh, hier ist Fullspeed. Das muss ich unbedingt draufpacken. Eigentlich könnte ich das jetzt auch direkt draufpacken, oder? Oder soll ich mir dann für neue machen? Alles Mögliche. Dann fahren welche und mach allein End. Okay. Hast du die in deinem Impf oder was? Sag mal bitte, ob die Musik oder so zu laut ist. Ist so gut, Chat? Hallo! Okay, sorry, Chat. Ich hoffe, das hier wurde gefixt. Schon für Musik gelernt? Nö. Weiß nicht mal, was da ist. Mojo, wer hat das hier gemacht? Bin jetzt erstmal Abendessen. Bis später. Bis später. Darfst die aber nicht nehmen mit Inf-C. Geht doch gar nicht. Ist not online. Guck, geht gar nicht. Hä? Nein! Mann, no joke, irgendjemand lüft den Server immer. Macht gar keinen Bock. Guck mal, wie kann es denn passieren, Chat, dass hier auf einmal kein Villager mehr drin ist? Und wieso sind hier zwei Löcher oben? Merkwürdig, Chat. Welche Gründe kann es dafür geben?
Darfst du aber nicht nehmen. Achso, hab ich schon gelesen. Okay, das ist schon mal mega geil. Da muss ich jetzt zwei Villager wieder beauftragen, okay. Ist aber scheiße, alleine das End zu machen. Nein. Alleine End ist easy. Ist halt nur traurig, dass keiner on ist, aber was soll ich machen? Ich meinte da hundertprozentig diese Woche noch und das ist der letzte Tag der Woche. Ich meine, ich kann es ja nicht jedes Mal verschieben. Also wichtig ist jetzt... Oh mein Gott, ich habe das Eisen aus der Eisenfarm nicht rausgenommen. Und wehe, jemand hat wieder die Eisenfarm kaputt gemacht. Aber ich denke halt wirklich nicht, wie Leute immer griefen. Wie sowas überhaupt passieren kann. Hattest du die Eggs von Petzen bekommen? Was für Eggs? Also die Hype Gifts, ja. Wieso? Oh, hier ist es. Warte mal. Ja, hier wurde alles weggesprengt. Das ist ja mega kacke. Nee. Das kann ich nicht wieder... Oh, oh shit. Ich war zu spät, wie du warst zu spät. Oh, das tut mir leid. Für die Hype-Gifts. Kannst du nicht auf den Server kommen, Tobi? Oder, ach so, stimmt, du hast mehr geschrieben. Könnte ich? Also, wenn du kannst. Aber nicht lange halt. Also wir können ganz schnell ein Ender machen. Aber dann join gleich am besten, wenn du nicht so lang kannst. Oder meinst du jetzt generell, dass du nicht so lang kannst? Okay. Keiner, wenn keiner da ist, dann nicht. Also ist keiner auf dem Server, meine ich damit. Generell? Ja, dann komm rauf. Oder wie lange hast du denn ungefähr noch? Stunde und ein bisschen mehr gehen safe. Ich sag, würdest du eine Stunde Zeit haben, dann würden wir es schaffen. Ich meine, wir müssen noch Blazebots farmen. So. Aber dann... Hab halt kein Staff? Hast du nicht? Wieso nicht? Doch, guck, du hast Staff. Ich sag, das reicht tatsächlich. Und zur Not kann ich dir auch noch ein bisschen geben. Aber ich sag tatsächlich, das reicht. Aber es halt... Haben wir Federn? Wird mit Emeralds hier. Aber wir haben ganz viele Federn.
Also du könntest auch mit Federn machen. Oh, ich bräuchte unbedingt eine neue Rüstung. Das wäre so wichtig. Mann, wie oft... Warte mal. Wir haben noch hier den Dreh. Ne, das ist der falsche. Der hier. Okay, der hat den falschen Trade. Komm mal, please, einer. Wäre ganz geil. Oder wollen wir es doch auf morgen verschieben? Aber was mache ich denn heute? Chat. Ich weiß halt nicht. Hey, wieso will hier eigentlich keiner hin? Im Roblox Weekly Petzen oder sowas? Habe ich jetzt auch nicht so mega drauf Lust. Aber eigentlich auch nicht so auf Minecraft. Ich habe irgendwie nicht so wirklich Lust auf generell Games in letzter Zeit. Guck mal, das hier ist Hooch. Wichtig. Okay, der hat 11 Emeralds, will der. Der ist ja Strudel. Oh, 6 ist auch zu viel. 11! Wieso willst du 11? Würdet ihr alle tatsächlich eure Preise auf 11 machen? Dann würde ich jetzt checken, weil dann wäre es auch nicht so dumm, aber... So ist schon sehr dumm. Weil dann verkaufe ich einfach bei den günstigen. Die teuren gehen halt einfach... Ja, komm, bei dir kaufe ich auch. Gott, auch 6, kacke. Auch 6. Boah, was habe ich euch getan? 11? Ist das frech. Ich kaufe jetzt wirklich die 6er leer. 11 ist aber wirklich viel zu viel. Ich will aber auch mal wieder in nächster Zeit Videos machen, Chat. Das renewed? Digga, also das ist ja wirklich hier bodenlos. Pete Griefed Iron Farm, das ist meine Iron Farm. Man, ich find's kacke, dass es jetzt die ganze Zeit Werbung ist. Nordjob, das ist schon sehr bodenlos frech. Hallo? Seid ihr dumm? Möchtet ihr nicht mit mir traden oder was? Wieso wie? Ich würde doch für 6 nehmen, aber für 11 nicht. Auch 8 ist viel zu viel, oder? Chat übrigens. Ich habe vor, richtig krass in Minecraft zu werden. Irgendwann mal. Also ich versuche gerade so ein bisschen zu trainieren wieder. Aber ich lerne irgendwie nicht so wirklich dazu. Und das ist wirklich ein Problem. Problemamente. Weil ich bräuchte dafür einen Lehrer. Ist einer von euch cracked in Minecraft? Also würde mich easy besiegen. In, von 10 Runden 10 Mal.
Ist einer der Meinung oder nicht? Okay, das ist jetzt auch krass, sowas einfach zu behaupten. In was? PvP. In ganz normales Wort oder so. Aber ich würde ganz gerne fighten. Ja, ich könnte dich ein paar Mal fetzen. Also, weiß aber nicht, wie oft von 10 Mal. Also, wenn du willst, kannst du mir gerne auch ein paar Sachen beibringen. Also, heute würde ich schon sagen, dass ich krass trainiert habe. Aber heute habe ich nur in 1.8 PvP trainiert. Und nicht in 1.20. Und ich finde eigentlich um einiges cooler, in 1.20 zu gewinnen. Also zu fetzen die anderen als in 1.8. Weil 1.8 ist basically nur Sprint Reset und Spam, oder? Julian trainiert immer mit seinen Legs. Wer ist denn Julian? Hä, wieso ist das so frech, bodenlos? Teuer. Ja, für 8 kaufe ich nicht. Ich müsste erstmal. Super Julian trainiert? Julian trainiert immer mit seinen Legs? Oder wie, was meinst du mit trainiert? Dass er andere trainiert, oder? Hi, Pete. Wer ist denn da? Phoenix, ja. Place. Liegen und so. Er trainiert zu fliegen. Achso. Phoenix Place? Bist du ja ready fürs End? Nee. Mein ganzer Loop ist ja weg. Deswegen wollte ich ja neu fahren. Weil das alles despawnt, weil mein Internet weg war. Wegen meinem Vater. Deswegen wollte ich ja an dem einen Tag auf den Server. Aber jetzt muss ich mir ja alles neu fahren. Ich komme gerade rein, Peter. Also ich kann nicht hier aufs End, ins End mit. Doch, 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 save. Nein, ich habe keinen Mut. Wie, du hast keinen Mut? Ich habe keinen Loot. Ich kann aber eine Monster-XP für den Ballfarm bauen, die richtig gut ist. Das wäre geil. Eat, nimm bitte 7 Obsidian mit und so 6-7 Betten, okay? Boah, du willst den Bett bomben? Ja, natürlich. Du willst einen auf frech machen? Einen auf Cheater-Basis? Eat. Wie baut man diesen Disenchanter? Disenchanter? Ja. Keine Ahnung. Wirklich. Sollen wir auf den Enderdrachen 2 Stunden lang also, mit... Weil ich wollte den Überraschung machen. Weißt du, was ich machen wollte? Was? Da, wo die Eisengolems runterfallen, den mittleren Strang, wollte ich aufs Glas bauen. Also dieses weiße Glas. Das würde viel schicker, glaube ich, aussehen. Also, ich habe hier noch 2 Feuerkugeln. Gott, ich habe keinen Loot mehr. Wir müssen noch Lohn killen im Nether. Kann es einer schnell machen? Nee, kann ich nicht. Ich habe keinen Loot. Ich muss da Eisen holen und dann mehr Emeralds trainen. Ich müsste jetzt nicht mal riskieren, weil ich habe ja gerade sehr viel Loot bei mir. Ich habe gar keinen. Ich habe null Loot. Ich habe eine Dia-Axt. Ich habe ein Dia-Schwert enchanted. Ich habe eine Dia-Spitzhacke enchanted. Und ich habe 2 Feuerbälle, einen Bogen, eine enchantete Armbrust und noch vieles weitere. Okay, bitte, Tobi. Du bist ein Minecraft-Profi, du weißt bestimmt, wie ein Disenchanter ist. Machst du den Schankläuber wieder? Kannst Nein, du den geht aufbauen? Nicht. Da fehlen alle Ressourcen. Wirklich alle. Du kannst dir doch das Redstone vom Cleric holen. Ich brauche keinen Redstone dafür. Ich brauche dafür ganz viele andere. Ich brauche dafür Dropper und sowas. Und darauf habe ich jetzt gar keinen Bock, die ganzen Ressourcen. Dropper? Ich brauche dafür 2 Dropper. Ein Trichter, ein, nee, das ist kein Repeater. Wie heißt das Ding da? Wie sieht's aus? Spender? Lose? Wie sieht's aus? Scanner halt, dieses Redstone-Teil. Was das auslöst? Nein, was scannt. Ja, ja, den hast du doch da, Beobachter. Nee, was scannt halt, wie viel in der in dem Dropper drin ist. Repeater? Ne, genau das andere von Repeater. Stärker? Pete? Ja, dann ist es eben doch ein... Nein, das heißt nicht Repeater, das heißt Comparator. Comparator, ja. Ja,
warum ist unten in der, wo unten die Villager traden, warum sind da 3 Stack Eisen drin? Ich brauch Eisen kurz zum Traden. Ich hab 3 Stacks Eisen gerade. Moment, schau. Ich hab sogar hier für irgendeinen Diaboot. Diaboot für mich, bitte, ich hab nicht. Okay, hier. Könnt ihr gerne traden, weil ich hab, weil da war so viel Eisen drin. Wer war eigentlich auf dem Server die ganze Zeit? Ich nicht. Ich nicht? Ich durfte ja nicht. Ich bin gerade erst gejoint. Wie soll ich auf dem Server gewesen sein? Die anderen sind ein bisschen zu laut im Gegensatz zu dir. Ich hab 12 Emeralds. Hab 16 Emeralds. Aber wie kann das eigentlich sein, dass du immer stirbst, wenn du im Nether bist, Peach? Ich? Oh nee, Peach. Ich bin der Beste im Nether. Ja, Peach ist der Beste. Nein, ich werde jetzt nie wieder sterben in Minecraft. Ja. Nur zog meine Finger tun heute weh, weil ich so viel PvP 1.8 gespielt habe. Aber... Was? Ja, ist dumm. Ich weiß nicht mal, was das ist. Halt die Version 1.8. Ah, da hast du PvP. Digga, mir laufen alle Villager hinterher. Pete. Da hat jemand 4 Emeralds für mich. Kann ich mal in die Axt von einem Holz bauen? Ja. Darf ich kurz mal was tryen? Hat jemand Soul Sand? Oh, du hast dieses Soul Sand, Soul Speed. Klar. Ich weiß, hab ich ja gehört. Was? Das ist eine Mangel. Du hast hier so ein Soul Speed 3 Buch, glaube ich, bekommen. In einer Bäschen. Ja. Okay, ich gehe jetzt einfach Nether. Ich muss die holen. Kann noch einer ein bisschen traden mit den Willis und ein paar. Ja. Keine Ahnung, wir brauchen noch so. Pfeile? Ne, wir brauchen noch ein paar. Eis. Eis? Ja, wie heißen die Dinger denn? Ah, ihr wisst schon Enderpearls. Ah, das traden? Ja, aber bitte nicht mein Stuff aus der Kiste nehmen, da habe ich ganz viele Emeralds noch. Mach ich nicht. Ich habe schon 16. Ich würde aber gerne mit der Wolle traden. Pete, was? Wolle traden? Ja. Kann man? Klar. Welche Wolle? Weißt du? Ja. Oh, Digga, ich trade den jetzt so durch. Was kommt bei dir immer nur Red Bull Werbung? Nö, bei mir kommt ja auch keine dieses adskiller.de und so. Man kann einfach adskiller.de installieren, keine Dinge installieren, sondern einfach nur installieren für Chrome. Und dann kriegt man keine Werbung mehr. Ich krieg jeden Tag nur diese Werbung. Nur. Welche? Adskiller.de? Dass man adskiller.de runterladen soll. Kenn ich nicht. Da kriegst du keine Werbung mehr. Aber auf Twitch kriegt man trotzdem noch Werbung. Ja, aber nur auf Chrome, wenn man auf Chrome und dann YouTube guckt, über das YouTube.com, dann kriegt man keine Werbung mehr. Schon gewusst, Pete? Was? Diese App? Also, wer ist der Typ jetzt, der mir das tradet mit der Wolle? Oh, da. Zack. Weiße Wolle 18. Nice. Aber wir brauchen noch ein bisschen von dem Cash. Jetzt kriegt man Wolle. Graue Feed. Soll ich kurz weiter traden? Eine graue Wolle. Den Emerald gegen eine graue Wolle. Soll ich kurz weiter traden? Oh ne. Ich kann sogar den ersten traden. Verdammt. Ich trade den jetzt komplett hoch, den Wolle-Dinger. Okay? Wenn du willst, I guess. Ich trade den jetzt komplett hoch einfach. Kann er mal ein Level aufstellen? Hallo? Jetzt. 2 Emeralds für ein Bett. Geizhals. Geiz. Wie heftig willst du denn noch geizen? Jetzt die Betten kann ich direkt in die Farm stellen. Also hier. So, der ist wieder voll. Hab ein paar Betten direkt. Wieso greifen mich die Zombie-Piglins an? Ich check's nicht. Wer ist im Call mit dir, Pete? Pete will End machen, wenn ich nicht kann. Das stimmt nicht. Ich dachte, du kannst heute, aber anfangen kannst du ja doch nicht.
Ein kleines Baby. So? Der ist jetzt Meister. Der Typ. Der tut jetzt Gemälde gegen ein Emerald trainen. Ich habe jetzt Gemälde hier rein. Ich habe jetzt Gemälde einfach hier reingehängt. In die Villager Farm. Wieso tradest du den eigentlich hoch? Erklär mal. Ich hab den jetzt komplett bei einem bestimmten. Also wenn man eben den richtigen Trade hat, kann man irgendeinen Farbstoff gegen einen Annual traden. Nein. Doch. Cap. Doch, wirklich, das hatte ich. Doch, wirklich, das hatte ich mal. Wie denkst du dann, dass ich heute kann? Hä? Doch, nein, du hast nicht geschrieben, dass du nur heute kannst. Guck, WhatsApp. Du hast es mir einfach allgemein geschrieben. Hey, Kiel, ich habe eine Doppelkiste voll Betten. Bei mir zu Hause. In meinem Ding. Dumm. Was, ich? Dumm, habe ich gesagt. Ja, ich wollte eben einmal Netherite farmen und dann bin ich beim ersten Bett direkt gestorben. Dann hatte ich die Hälfte von meinem Loot. Du musst auch meinen Block zwischen dir und dem Bett platzieren. Ich hab nicht, aber ich habe keine Rüstung. Ich hatte keine Rüstung mehr. Weil ja schon alles despawned ist. Wuffi. Wer ist denn das? Den kenne ich nicht. Bobby ist online. Ja, klar. Wie viele sind denn gerade online? Weiter geht's, weitere Annuals traden. Oh, Tobi, kennt sich einer richtig, ist einer mega crazy in Minecraft? Nö. Hier auf dem Server. Alter, ich hab Spawner gefunden. Ich hab den besten Umblick. Haben wir hier irgendwo Clipper Beans? Ja. Zum Anpflanzen? Haben wir Dschungelholz? Pete, hätten wir Dschungelholz? Guck in den Chat. Pete würde fluchen. Jetzt ist dein ganzer Loot schon wieder weg. Also. Wir haben Dschungelholz, natürlich! Wo? Ich kann dir 16 Emeralds geben. Ich geb dir 16 Emeralds. Ich hab kein Dschungelholz. Ich weiß aber, wo ein Dschungel ist. Nein, ich brauch Dschungelholz zum Traden. 3K-Blöcke entfernt ist ja. Soll ich die Zuckerfarm erweitern? Damit man mehr Zuckerrohr noch bekommt. Ich check aber auch nicht, wieso alle kleinen Bibi-dummen Tommy-Piglins auf mich waren einfach. Jeder war gegen mich. Ja, am besten die Zuckerrohrfarm immer weiter erweitern, soweit wie es geht. Ja, okay. Dann müssen wir da auch Offen-Chunk-Loader hinbauen. Wie bitte? Wir müssen bei der Zuckerrohrfarm einen Offen-Chunk-Loader hinbauen. Ja, wir brauchen aber unbedingt bald eine Creeper-Farm. Weil... Ja, mach ich. Wegen Ding, ich weiß. Ja, wir gehen ja heute Nessa. Ich weiß nicht wann, ja, weil ich kann heute ja nicht so lange morgens leider Schule. Was für Nessa? Ja, ich weiß. Ich kann auch noch heute bis 20, 30. Geh lieber Netherite Farm und morgen End auf gar keinen Fall. Sorry. Weil sonst wären wir nicht auf den Server gegangen. Vielleicht könnt ihr mir VOD raussuchen, wann ich bitteschön anscheinend so ein Kack Ding geschlagen habe. Hä? Na, anscheinend habe ich auch so ein Zombie-Peglin geschlagen, deswegen sind die alle auf mich aggro gewesen. Und da waren 50 Zombie-Peglins auf einmal auf mich. Hast du nicht. Ja, ich check's halt auch nicht. Wieso die alle auf mich gegangen sind. Könnt ihr wohl VOD raussuchen? Macht sowieso keinen Sinn. Was macht keinen Sinn? Digga, Mann, Schoko, du bist wirklich jetzt sauer. Nur weil du nicht im End dabei sein kannst? Was können wir denn dafür? Hä? Dass du es verpeilt hast. Nee, sorry. Du kannst. Verpeilt? Er hat es nicht verpeilt. Er darf heute nicht an seinen PC.
Digga, da ist noch einer. Also ja, es ist ja nicht sein PC, sondern von seinem Bruder. Warum und der benutzt alle ihn down? Also nochmal so eine Frage. Ich hab Ziegel. Okay. Piet rastet gleich bestimmt aus. Kleines. Ich? Nein, du natürlich nicht. Piet spawnt hier immer. Und in der Welt verfahren. Gut. 20% vom Server müssen immer schlafen gehen. Ja. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab kein Essen. In der Essensform ist kein Essen mehr. Gib mir Essen bitte, sofort. Ich auch. Und der Hühnchen? Ja. Ich hab 19. Ich kann dir welches geben. Da war am Anfang nur 20 drin. In der Hühnchenfarm? Ja, da waren nur 20 drin. Hier. Hier, liegt. Piet Essenskiste. Ich nehm deine Kack-Essens... Oh mein Gott, es tut mir leid. Es ist keine Kack-Essenskiste. Es ist die beste Essenskiste, die ich jemals gesehen habe in meinem ganzen Leben. Tschüss. Nein, aber no joke, die Essenskiste bringt mir nichts, weil ich brauche richtiges Essen. Ich brauche sowas wie Brot oder so. Und keine Karotten. Hast du wohl Pech, dass du meine Blaze Rods nicht bekommst? Wieso denn Pech? Hä? Ist halt traurig, dass wir in einer Farm waren und du mir dann nicht die Blaze Rods gegeben hast, obwohl ich mal tausendmal meinte, gib sie mir mal bitte, aber... Ich hab sogar Bio-Device, aber passt. Bis bald. Ich gehe wieder, okay. Dann ciao, ciao, bis bald. Soll ich die in die Wand arbeiten, die Villager? Kannst gerne machen. Ja, okay, dann mache ich so einen Durchgang. Alter, hier ist aber du kannst Wasser. Auch gerne erweitern das Ganze nochmal. Ja, aber ich baue lieber... Aber da lang ist kein Wasser gut. Dann mache ich hier so einen Gang. So einen schicken. Und da ist Wasser. Schmeckt. Morgen komme ich wahrscheinlich... Nicht, aber ist nicht schlimm. Wieso kannst du morgen nicht? Digga, ich kann schon. Ah, aber du hast keinen Bock. Okay. Ja, checke. Digga, kann der Typ mal, kann der mal nicht unter mir das abbauen? Tja. Guck mal, schon wieder. Guck mal, das meine ich halt. Wo macht das Sinn? Alle Zombie-Piglins der kompletten Map gehen schon wieder auf mich. Wieso? Kann man sich da fragen. Ich weiß. Und ich antworte da einfach, weil Minecraft cool ist. Pete, weißt du warum? Warum? Weil, wenn du einmal einen geschlagen hast und die dann immer noch leben und auf dich Akku sind, dann bleiben die ganze Zeit auf dich Akku. Ja, aber wann habe ich ihn bitte schon geschlagen, ist meine Frage. Letztes Mal, wo wir gespielt haben. Wirklich? Kann sein. Geil, mein Stuff ist despawned. Ich spiele nie wieder Minecraft. Ey, Pete. Was? Ich habe gesagt, du wolltest ja gehen. Ich bin entweder mit Linus oder Max, okay. Und gleich tut Pete einfach aufhören, den Server wieder ausmachen. Ja, ich mach jetzt den Server aus. Stimmt, hast recht. Danke Nein. für den Tipp. Nee. Weil wieso sind jetzt alle Zombie-Piglins der ganzen Weltgeschichte sauer auf mich? Ich hab 10 Tode. Ich will wieder 7 haben. Ich hab 11. Oder mehr. Meine Schwester heult nach allen Tod. Ich will 7 haben, weil ich Super Piet 7 bin. Geil. Juckt dich einfach gar nicht. Mann, es ist scheiße. Ich hol mir jetzt neuen Stuff. Mein Souls Beat ist auch weg. Oh. Ich brauche hier gerade so die Länge für den Trading Saal. Brauche hier gerade Trading. Bin wieder full dia. Schon? Klar. Ach, stimmt ja, du hast 3 Stacks, Ding, wie heißt nochmal? Du hast 3 Stacks von Emeralds.
Ja. Kein Wunder, dass du schon wieder vor dir bist. Haben wir Schwämme? Haben wir irgendwie Schwämme? Nee. Schade. Atmung wäre jetzt praktisch für mich. Wieso? Weil ich gerade unter Wasser was bauen muss. Weil ich unter Wasser bauen muss gerade. Was? Was? Was musst du denn unter Wasser bauen? Den Training Room, weil ihr direkt neben Wasser gebaut habt, den Training Room. Hä, wo bist du denn gerade? Das stimmt nicht. Du kannst auch ich in eine andere Richtung. Hallo, moin, Hyrule! Ja, ich weiß, aber da sind die ganzen Betten. Komm gerne rein. Wer ist da? Pete, farm doch einfach 70 Tode, ja. Smarte Idee. Das wäre ein bisschen übertrieben. Ja. Weil dann wäre Pete direkt auf so. Wer hat gekriegt. Hier die Villager so hoch getradet, dass die für 48 auf einmal Wolle verkaufen? Ich? Keine Ahnung. Bodenlos. Ich war's nicht, denn ich habe gerade versucht, 32 Emeralds zu bekommen, weil meine Brustplatte komplett kaputt ist. Voll für mich. Ich brauche 2 Eisen. Hat jemand 2 Eisen? Ich habe 4. Ich habe 40. Schere. Hat jemand für mich eine Schere? Ja. Die liegt hier einfach so rum. Wo? Ja, die hast du auch auf dem Boden geschmissen. Irgendwo bei den Villagern, glaube ich. Irgendwo bei den Villagern. Ja, da hinten, wo du gebaut hast. Ich habe meine Frage, habt ihr Streaming-Ideen für die nächsten Tage? Nö. Nee. Hier dann. Ich möchte, dass ihr wirklich mal nachdenkt. Ihr alle jetzt. Danke. Hallo, hört ihr mich? Ja, ich habe auch keine Streaming-Idee. Wie, du hast keine Streaming-Idee? Ja, sonst hätte ich heute ja auch gestreamt. Weil ich stream ja auch, Pete. Nur mal so. Maybe halt mal was anderes als Minecraft und Roblox. Ja, und was? Ja, besser auf Frage, was? Vielleicht kannst du ja wieder Spiele testen, die dir Zuschauer vorschlagen. Stimmt. Okay, was war ein Vorschlag von dir? Ich habe keinen Vorschlag. Perfekt. Danke. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nein, Spaß. okay, Chat. Lauf auf Shocks. Moin auf jeden Fall, Kraftklinik. Jupe in Pet Sim right now. Okay, Jupe. Die anderen sind ein... Achso. Verstehst du nichts mehr? Sorry, ich konnte ganze Woche nicht. Ist okay. Pete sterbt doch 74 Mal. Pete, hast du irgendwie noch Emeralds? Ich hab, ja. 3 Stacks Emeralds. 3 Stacks. Ich hatte. Aber ich habe 90% davon verloren. Hat jemand ein bisschen Holz oder ein Schild einfach nur? Nee. Ja, weil ich bräuchte gerade noch 32 Emeralds. Noch? Dazu? Wer hat hier die Villager hochgetradet? Die traden ja gar nichts mehr. Ich. Wie viele Emeralds brauchst du? 32, weil meine Brustplatte ist komplett kaputt. Wo bist du denn? Ich? Hier. Hier. Hat jemand ein paar Ficken? Danke. Hat jemand ein paar Ficken? Wo ist der Rüstungstyp? Hallo? Ja, spiel Brawl Stars oder spiele ein Game auf Roblox sehr, sehr oft, also immer. Also du sagst jetzt, ich soll Brawl Stars on Stream spielen. Sagt mir nicht, ihr habt den Rüstungstypen hier rausgelassen. Nee, der müsste noch irgendwo sein. Ah, der ist hier. Ja, okay, ich habe ihn gefunden. Okay, ihr müsst euch jetzt vorbereiten, wir gehen jetzt ins End, ne? Oh, nee, ich kann noch nicht. Hey. Ich kann nicht, weil ich null Ausrüstung habe. Ich baue ja gerade die Trading Hall, damit wir schneller traden können mit den Leuten. Also auf jeden Fall, ich brauche ein bisschen Essen und halt die Betten und Obsidian.
Ja, aber nimm lieber Wolle und Holz mit anstatt Betten. Ja. Da kannst du mehr mitnehmen und dann hast du auch mehr Inventory Place. Aber da muss ich viel Holz mitnehmen, weil ich muss ja eine Werkbank craften. Ja, das ist so gut wie trotzdem gar kein Holz. Ich nehme mal 1,5 Stacks Wolle mit, weil ich kann jetzt nicht nur einen halben Stack mitnehmen. Nein, nein, wir noch ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall. Ja, wir haben auch sehr viel Zeit. So, 19:30 gehen wir und dann auf die Reise. Habt ihr Essen? Ich spiel Brawl Stars. Mann, das ist nicht euer Ernst jetzt. Das ist das dümmste Spiel, was es gibt. Das wow, nein, 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 übertreibt nicht. Aber ich mach's nicht. Nicht das Dümmste, aber mir gefällt das halt persönlich nicht. Ja, wieso? Also doch kein ich Brawl Stars Stream. Ich übertreib jetzt nicht mal, aber ich hasse mal Brawl Stars. Wow! Wieso? Was spielst du für Handy auf deinem Handy? Für Spiele auf dem Handy. Ja, normale Games. Ja, was? Was? Ich sag jetzt jedes Spiel aus meinem Handy vorlesen. Das ist dein beliebtestes, dein, was du am häufigsten spielst, was du am meisten magst. Was mein häufigstes ist? Ja, was du am meisten magst halt. Was, das ist doch nicht schlecht, ja. Ich find's auch komplett solid. Also ich jetzt nicht vergleichbar mit Minecraft oder so, aber ist auf jeden Fall besser, wenn man am Handy gerade spielt. Macht auf jeden Fall mehr Bock, eine Runde Brawl Stars zu spielen, anstatt eine Runde Minecraft Pocket Edition. Bin ich ehrlich. Du sagst jetzt, Brawl Stars ist besser als Minecraft. Ich meinte, wenn man auf dem Handy ist und sich entscheiden kann zwischen Brawl Stars ja, und... Ja, okay, aber wenn man auf dem PC Minecraft spielt, dann ist es eine ganz andere Sicht. Ja. Was denkt ihr, auf was ich spiele? Was? Was denkt ihr, auf was ich spiele? Keine Ahnung. Keine Ahnung, PlayStation? Nee, doch nicht, du spielst auf PC. Ich hab dir das vor ein paar Tagen erzählt. Ja, hab ich ja jetzt auch. Wer mit mir PvPen will, der soll sich vorbereiten auf 2 Feuerkugeln. Feuerkugeln, okay. Ganz gut. Ich will jetzt nicht sagen, aber nicht in Vanilla Minecraft können Feuerkugeln gar nichts. Nein. Da kann man die nur anzünden. Also damit, die machen einfach nur, das sind Feuerzeuge mit, die nur ein einziges Mal funktionieren, sozusagen. Ja, ich weiß, aber trotzdem brennst du dann. Ich teste das mal aus. Also ich sollten so ein Feature machen, damit man dann länger brennt. Vielleicht. 3, 2, 1, hä? Ich check's halt wirklich nicht, ich sterb schon wieder hier. Digga, wieso sind die ganzen Piglins Aggro auf mich? Sind die dumm? Ja, sind sie. No front. Wer hat hier Essen? Ich hab nur ein bisschen. Sofort. Ich hab nur ein bisschen. Ich hab 4 Herzen gerade, wegen den Zombies. Jetzt nur noch 2. 1,5. Ja, ein bisschen Bauch, oder? Ja, ich dann lass dich doch einfach fehlen, wenn du ein Bett hast. Hilfe, nein. Dann geht meine Hose auch noch kaputt. Ach, du hast Lass dich doch alles auf. Aus. Ja, ich bin tot. Wie bist du hier reingekommen? Ich check's halt überhaupt gar nicht. Alle Pegeln sind auf mich Akku, alle. Hä, wie bist du da hinter die Wand gekommen? Ja, welche hinter die Wand? Ich hab da eine Treppe hin platziert auch. Oho. Was macht hier Wuffi? Keine Ahnung. Hilfe? Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung, Wuffi. Wer was soll ich machen? No joke, ich komme nicht zu dieser Festung. Ich sterb dauerhaft an Piglins. Habt ihr im Nether Warzen? Ja, nichts. Ich hab gar nichts. Hey, dann mach dir doch einfach. Wie redest du eigentlich auch brandenburgisch? Was ist das? Brandenburgisch. Was ist das? Und das ist eine Sprache. Oh. Okay, ich sterbe gleich endgültig. Ich habe 2 Hungerkeulen und 3 Herzen, weil ich was gegessen habe. Der Trade geht nicht nach. Ich meine, es macht halt wirklich null Sinn, noch nicht mal so ein bisschen.
Die sind immer noch in aller Akku auf mich. Jeder einzelne. Nein, das habe ich nicht gemacht. Wuffy hat gerade vor meinen Augen einen Villager hochgetradet. Und? Und der Trade ist nicht mehr verfügbar. Ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm, hey, mach ich jeden Tag. Vor meinen Augen. Ziegel? Vor deinen Augen nicht. Hä? Wir brauchen Tonklumpen. Nee, aber ich hab die für Enderals gekauft, die Ziegel. Der tut am Ende Farts. Warum traden. Hast du Ziegel gekauft? Hä? Warum hast du Ziegel so, gekauft? Traden. Oh. Muss man mal. Wuffy, du brauchst ein paar. Also, wenn wir jetzt im RP sind, brauchst du einen Pass. Ich hab keinen. Komm, das ohne Pass jetzt machen, das ist doch albern. Ja, okay. Aber die Rollen bleiben. Okay, wenn wir jetzt hier drin sind, dann bin ich. Kann mich einer mal bitte Bundeskanzler machen? Hilfe. Wir sind doch im AP. Ich meine nicht Bundeskanzler. Ich will. Bürgermeister. Gib mir mal die Bürgermeisterrolle, Tobi. Darf ich bitte ein bisschen Kohle? Wie lange brauchen Zombie-Piglins, um sich abzuregen? Ja, jetzt will ich sie. Kann mir jemand Kohle geben? Kann mir jemand ein bisschen Essen geben? Wolle? Kohle. Ich hab ein bisschen Kohle. Wofür hast du Essen? Ich hab meine. Bitte gib Essen. Bitte gib Essen. Bitte gib Essen. Bitte gib Essen. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche hier sehr schnell Essen. Ey, der Farmer tradet doch Essen. Ja. Wer? Der Trader kommt viel Essen, als ich... Ja, hier, bitte. Du kannst hier 4 Äpfel von mir. Äpfel. Könnt ihr bis sehr viel Essen kaufen für endgleich. Okay, ich gucke jetzt. Ich bin jetzt wieder in Nessa drinne. Und wenn jetzt noch ein einziges von diesen Zombie-Pigen ins Akku auf mich ist, dann macht die Welt keinen Sinn mehr, okay? Habt ihr Kürbisse? Die Nachrichten. Habt ihr Kürbisse oder Melonen? Hilfe. Was? Kürbisse oder Melonen? Greift er mich jetzt an? Bitte okay, nicht. Der Einzige bitte wurde nicht. Mich, glaube ich, Akku auf mich und mein Schild ist auch kaputt. Ich tritte ihn jetzt. Ich glaube, sie sind nicht mehr Akku auf mich, die Zombie-Piglins. Wie, glaube ich, ein paar Kürbisse von dir rausnehmen? Ja. Zum Anpflanzen. Klar. Damit ich die anpflanzen kann. Dann kann ich eine große Kürbisbaum bauen. Und damit haben wir auch sehr viele Emeralds. Und ja. Ich springe und halte ein Schwert in der Hand. Er so. Oh geil, die Nacht wird durchgeschlafen. Wer schläft gerade die Nacht durch? Ehrenmann, ich bin der es. Durchschläft. Wer ist Ehrenmann? Es war gelogen. Ich habe gar nicht geschlafen. Hey, jetzt wird die Nacht nicht mehr geskippt. Irgendeiner ist wieder raus aus dem Bett. Sorry, ich bin gerade im Nessa. Erinnerst du dich noch? Was? Du hast mich damals mit der Armbrust abgeschossen, Wuffy. Ich? Wuffy. Ja, der kriegt das jetzt zurück. Oh, cool. 3, 2, 1. Warte, sorry, falsche Taste. Er hat sogar gefragt. Falsche Taste, jetzt kommt. Er hat sogar gefragt, woher hast du die Enchantment hast. Ich hab die mir gekauft. Was für deine? Seit wann ist die deine? Ich hab die mir selber. Ich hab eine Lohnroute. Nein, mit Bildern. Die Overworld schnell und safe diese Lohnroute. Sarah. Danke. Anzeigen Hauptmeister? Ich hab hier gerade irgendwas im Minecraft-Chat mit Anzeigen Hauptmeister gelesen. Oder bin ich dumm? Wo? Gibt es, vielleicht kommt es vor, dass in Minecraft 2 der Anzeigenhauptmeister drin ist. Ich habe 3 Lohnrouten. Nice, wir brauchen 8. Ja, wir brauchen nur 8 und halt Enderperlen. Ich würde safe, wir haben richtig viele. Wir können aber auch noch welche kaufen. Wir können kaufen ja noch ein paar. Ich hatte eine Enderperle, aber die ist jetzt weg. Ja, Tobi hat eine schreckliche Festung. Ich
Ich baue jetzt ein Kürbisfeld. Drück Tapet. Oh, ich bin der Bürgermeister. Let's go. Echt? Bürgermeister, super. Guck doch, treffen. Ja. Ihr habt mich auch alle gewotet, oder? Ja. So, jetzt mache ich die Regeln. Wenn du jetzt nicht bestraft werden darfst, dann ist es unfair gegenüber uns. Nee, ich bin hier nicht für eure Gleichberechtigung. Da habt ihr gleich den falschen Bürgermeister hier gewählt, ne? Nö, dann wählen wir dich wieder ab. Das geht nicht. Bei mir, Demokratie wird ein Favorit bei mir. Schau mal, Pete, ich sag dir eins, wenn du hier uns befehlst, aber du nicht bestraft werden darfst, aber wir schon bestraft werden, dann ist es ja komplett unfair, dann wirst du abgewählt. Ja, dann tun wir dann schon alle Dorfbewohner dich abwählen, dann wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Weil die Dorfbewohner, wenn es genug sind, dann können die auch eine neue Wählung anfangen. Was bedeutet LMAO? Keine Ahnung, Lamborghini. Ich kenne mich nicht mit Rollen aus. 5 hab ich. Wir brauchen ungefähr so 8, damit wir safe gehen. Ja, hab ich auch gesagt. Bring am besten, Pete, wenn du kannst, bring am besten 9 mit, falls wir noch ein Ender-Auge brauchen, weil zum. Ja. Vielleicht passiert uns der Fehler, dass das letzte Auge zum Hexen fliegt. Aber dann nehmen wir uns einfach ein bisschen Obsidian mit, dann können wir dort nochmal ein Portal machen und eine Festung suchen. Nee. Ja. Das wäre dumm. Okay, wir fahren mehr. Ich habe 11 Obsidian dabei. Könnt ihr noch bitte ungefähr, dass wir noch 9 Enderpearls haben? Könnt ihr noch 9 Enderpearls kaufen? Nein. Ich kann versuchen, wenn die Kürbisse hier schnell wachsen. Hat jemand Knochenmehl? Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Warum? Bei der Hühnerfarm ist ein Huhn ausgebrochen und neben dem Huhn ist ein Creeper. 6 haben wir. Ja, wir fahren einfach bis 10, oder? Bis 10? Also mit einem brandenburgischen Akzent? Ich glaube nicht. Also ich kann, glaube ich, nur so reden, actually. Notfall. Bei was? Die Villager sind zu Zombie, also ein Villager ist zu Zombie geworden. Wie habt ihr das gemacht? Ich bin weg. Aber die anderen sind nicht infiziert. Wie habt ihr das gemacht? Welche? Keine Ahnung. Sofort Schwäche drauf machen? Hat jemand Zucker? Okay, wir haben 9. Hast du noch einen, Tobi? Wenn du umcraftest, haben wir doch genug. Ja, wir haben schon genug, aber wir wollen safe gehen. Ich brauche ein Zuckerrohr und ein Spinnauge. Hat ihr ein Spinnauge und ein Zuckerrohr? Oh. Dann kann ich fermentiere das Spinnauge machen. Und was ist das nochmal für eine. Ich mache dann einfach eine Potion. Oh mein Gott. Was für eine? Ja. Schwäche. Stimmt, hast recht. Das weiß ich tatsächlich. Notebook, das weiß ich, weil ich es so oft schon gemacht habe. Ey, wollen wir alle einfach zombifizieren, alle Dinger? Was? Weil wir brauchen alle Villager einfach zombifizieren. Ja, aber geil wäre. Hat irgendjemand von euch ein Spinnenauge? Okay, das müssen wir jetzt die nächste Nacht abwarten. Hat irgendjemand von euch ein Spinnenauge? Ich hab 5 Enderperlen. Ich brauch ein Spinnenauge, dann kann ich den wieder machen. Guck mal schon wieder, ich check's halt nicht. Wann hab ich die schon wieder gehittet? Ach, bist du schon wieder im Netherpiece? Ja, ich muss jetzt raus. Oh. Geh sofort. Es macht halt schon wieder gar keinen Sinn. Bitte nicht. Bitte nicht! Tobi, kannst du mein Stuff saven? War Tobi mit dir? Ja. Die Creeper Farm ist wieder aktiv. Musst du nicht für morgen. Creeper Farm? Was denn? Nee. Wer bist du denn überhaupt? Ima No Hand. Ich kenne dich gar nicht. Gar keine Creeper Farm. Komm mal zu mir, ich werde dir die Farm. Bist du unten bei den Villagern?
Nein, ich bin hier hinten, wo ich immer Stein gefarmt habe. Hast du mein Stuff, Tobi? Spiel mit dem Feuer. Da hinten, wo die Bambusfarm ist? Nein. Andere Richtung, wo die Eisenfarm ist. Ah, okay. Aber wo macht es auch No-Joke Sinn, dass die dauerhaft aggro sind auf mich? Die haben noch einfach ein generelles Problem mit mir. Die mögen mich einfach nicht, die Zombie-Pigeons. Kann es sein? Bist du gerade in der Nähe von der Ringfarm? Wirst ja, du? Ich bin hier. Guck mal hier. Und du kannst hier mal gucken, wie lang der Gang ist, den ich dort gebuddelt habe. Guck, da hast du schon Zombies? Hör rein. Guck mal da. Da ist schon einer. Und guck, da läuft jetzt her. Guck, da läuft jetzt her. Komm rein. Und hier kannst du ihn jetzt abdroppen. Mal guck. Also. Darf ich den killen? Ja, kill. Ja, okay, ich warte, ich gehe raus. Ja, und da spawnen jetzt immer wieder Monster. Stimmt. Und dann Zeit, guck mal, hier siehst du jetzt den langen Gang. Ach, du meinst P-Farm? Ja, hier, guck. Um Spinnen zu bekommen. Ja, ich hab das gesehen. Ich hab mal ein paar Blöcke abgebaut. Kohle und so. Aber das habe ich dann weggeworfen. Ja, ich hab gerade ein bisschen Kohle rausgenommen aus dem Ding gefahren. Ich bin nie wieder Minecraft, no joke. Tobi, hast du mein Stuff? Tobi! Ich muss es jetzt nicht wissen. Ja? Er redet nicht. Digga, hätte er jetzt nicht geredet, wäre Pete ausgerastet und hätte Server wieder down gemacht. Ja, das wäre klar gewesen. Weil Pete rastet sofort aus, wenn dein Stuff weg ist. Also, verliert. Kannst du zu mir kommen, Peter, und mir mein Stuff wiedergeben, Peter, please? Peter hat jetzt fast so viele Tode wie ich. Ich bin aber besser im Tode sammeln. Ich bin besser, 100 Pro, ich werde dich noch einholen. Echt? Ja. Ich habe aber 14 und 112. Peter, wann gehen wir zum Enderdrachen? Bald. Weil um 10 muss ich auf, weil ich habe morgen Schule. Um 10 erst. Bis 20 Uhr auf. Ja, aber trotzdem, ich habe keine Ahnung, wann wir gehen. Ja, wir gehen noch jetzt um 30, habe ich doch gesagt. Ich muss 20 Uhr auf, ich muss fast eine Stunde auf. Weil ich noch Vokabeln lernen muss. Hast du auch morgen Schule? Ich? Ja. Ja. Aber ich verstehe nicht, was. Wuffy ist wahrscheinlich. Warte. Ich glaube. Hilfe, du kleines. Piet, darf ich den killen? Klar. Was hat er gedroppt? 600 Perlen. Wie viel? Soll ich 600 Perlen droppen? Mir auf jeden Fall. Drop sie mir. Okay, komm her zu der Kiste, weil ich will nicht, dass Wuffy sie jetzt einsammelt. Ehre, wir haben genug. Wollen wir gehen? Muss auch. Ciao. Ich habe alle unsere Eisen geopfert. Freue mich, dass du dabei bist. Okay, wir gehen jetzt. Kommt ihr alle mit? Ich habe alle unsere Eisen geopfert. Nein. Ist das schlimm? Für komm die Enderpearls? Wir haben keine mehr. Oh, das ist sogar auch noch eine. Geil. Wir haben 18. Ich hätte noch 24 Quarz. Was brauchen wir alles? Weil wir gehen jetzt wirklich los. Ich komme nicht mehr. Warte, ich baue kurz Bäume ab, damit ich mir bitten. Hä, du bist nicht böse, Wuffy. Was redest du, Wuffy? Warum bist du denn böse? Du bist nicht böse. Warum sollte er denn böse sein? Weil ich ihn so genannt habe. Aha. Nein, okay, das stimmt nicht. Persönliche Beleidigung. Tut mir leid, bitte zeigen Sie mich an. Ich bin der Bürgermeister. Trotzdem kann eine Anzeige gegen ihn gerichtet werden. Okay, kacke. Ey, Pete wollte nur Bürgermeister sein, damit er nicht mehr angeklagt werden kann. Ich kündige als Bürgermeister. Ich enterbe mich. Entamte mich, meine ich. Muss auch bald auf. Ja, okay, wir gehen jetzt aber los. Wer will jetzt Bürgermeister sein? Nein, es war ein Joke. Natürlich bin ich immer noch Bürgermeister. Bro, chill. Ach, schade. Ich wollte jetzt Bürgermeister sein. Ich trete nicht zurück. Ach, schade. Nein, sie treten nicht zurück. Okay, dann sorge ich dafür, dass sie zurücktreten. Wer will alles eine Neuwahl?
Hat jemand Essen? Jeder, der in meinem Dorf lebt, ist der Coolste. Ja, okay. Willst du eine Neuwahl? Was müssen sie... Nein. Was müssen sie... Hallo? Ja, sonst werde ich aus dem Dorf geklickt. Stimmt. Sie müssen das einmal schriftlich an eine Tafel schreiben. Für Spaß. Wir lappt doch mal wieder lappt da. Mal, nein. Der ist schon dead like 200 years. Also der war noch nie da. Wahrscheinlich hat er den Server verlassen, weil er mich dann gekillt hat. Hast du ihn danach gekillt? Nee. Da ist ja den Server geliefert. Weil du den Server ja geschlossen hast, nachdem ich auf dem Boot war und die Codes nicht gecheckt habe. Checkst du jetzt eigentlich Codes? Ja, ja. Also du bist jetzt kein Anfänger? Nee. Ich check Codes halt, weil ich dachte erst, das ist bei XYZ, aber dann habe ich gesehen, dass die Codes ganz anders berechnet werden. Okay. Dann auch und das dann schlafen. Dachte ich mir nur so, nee, ich brauche hier eine Erklärung. Dann hast du es mir erklärt. Ja, dann habe ich es natürlich gecheckt. Ein Freund von mir muss um 20 Uhr ins Bett. Ich muss auch um 20 Uhr ins Bett. Hilfe. Also nicht Hilfe. Jeder kann schlafen, wann er will. Nein, aber... ich muss. Was musst du, Pete? Dann schlafen gehen. Moin, Pettypet. Nehmt ihr noch einen Spieler auf jeden Fall? Wir gehen jetzt ins End. Jetzt genau. Um 30 meinten wir, gehen wir los. Wir equippen uns gerade noch. Wir nehmen alles mit, was wir brauchen. Wofür wollen Sie Anzeige gegen Peter stoppen wegen der Beleidigung? Mann, es war ein Joke. Ich hab's gar nicht zu ihm gesagt. Er hat's einfach selber zu sich gesagt. Mann, dieser Kack-Eisengolem. Er hat... Sie haben gerade einen Polizisten geschlagen. Kann ich nochmal? Sind Sie sicher dabei, dass Sie das nochmal machen wollen? Jo, klar. Echt? Er ist der Bürgermeister. Er hat genug Geld, soll zu kaufen. Schauen Sie mal, nur weil Sie Bürgermeister sind, heißt das nicht... Ich kann mir alles erlauben. Echt? Jetzt aber ins Gefängnis mit ihm. Wann wird's? Ich liebe natürlich Sie. Ja, du bist der Owner. Er könnte dich... Enten. Oh, ganz ruhig, Großer. Gefängnis. Was ist das für ein Schmutz hier? Ein Dirthaus als Gefängnis. Oh. Wow. Ich weiß, was gegen das Gefängnis gesagt. Wow, er hat was gegen das Gefängnis gesagt. Warum ist das ein... Warum ist das... Pete, chill mal! Warum ist das ein Gefängnis aus Dirt? Pete! Ist was, Doc? Okay, nee, jetzt reicht's mir. Oh, was hast du gemacht? Wieso bist du geleftet? Was ist passiert? Er will einfach nicht mehr spielen. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Wie? Bleibst du? Peter, ich klaue jetzt Eisen von euch. Darfst du? Erlaube ich dir, Tobi. Der Bürgermeister Pete erlaubt dem Owner Tobi, Eisen aus unserer Eisenfarm zu klauen. Zu nehmen, nicht klauen. Selbstverständlich nehmen. Mhm. Selbstverständlich. Ich lief kurz Korn. Bitte nächste Nacht nicht schlafen. Ich wiederhole, bitte nächste Nacht nicht schlafen. Wegen Phantoms? Nee. Warum? Wegen Creeper. Aha. Hey, ich hab doch eine kleine Mauffarm. Hä, wo? In dem Berg. Bin wieder in welchem da? Berg? Kurz. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Zeig mal bitte deine Mobfarm. Nein, die ist aber schlecht. Da sind nur manchmal Mobs drin. Ja, wo? Ich will sie sehen. Ja, da habe ich einfach nur einen langen Gang gebaut und dann spawnen da manchmal Monster. Ich wo denn? In der Richtung von der Eisenfarm. Warte, ich zeig's dir. Hier lang. Okay, let me show it. Guck mal, das ist nicht deine Armbrust. Die habe ich mir beim Villager gekauft. Lass mal los jetzt. Wann musst du auf, Tobi?
Und ich gebe dir als Geschenk noch ein. Wo bist du denn? Wo hast du denn das gebaut? Die schleichen sich nie wieder hinter meinen Rücken. Ich schocke ihn gerade zu. Ich ertrunken, Peach, bei mir. So Creeper. Sag mal jetzt deine Mob-Farm. Ja, toll. Bei mir ist ein Creeper. Sag mal jetzt deine Mob-Farm, bitte. Gib mir alle euer Gunpowder, was ihr habt. Ich hab keins. Da drin. Pass auf. Und guck mal, wie lang der Gang ist. Das wollen aber nur manchmal. Okay, zeig mal. Digga, Pete. Also die Mob-Farm funktioniert so nicht so ganz, aber ist okay. Ja, egal. Ich sehe hier keine Mobs. Hier sind keine Mobs. Vorhin war nur ein Zombie da. Wer hier baut jetzt zu? Ich komme hier nicht mehr raus. Ey, was ein Troll. Nein, ich bin nicht jetzt. Digga, ich mache jetzt zu, dann spawnen hier mehr Mobs. Was für Vorbereitung? Ja, ich wollte dich jetzt. Warum hast du zugebaut? Nein, nein, darfst du nicht, darfst du nicht. Beruhig dich, Polizei. Du arbeitest für mich, für den Bürgermeister. Chill. Stimmt, du arbeitest ja für den Bürgermeister. Ja, ich weiß. Aber ich kann ja selbst Straftaten begehen, wenn sie eine Straftat begangen haben. Wow! Du darfst selber Straftaten begehen? What the fuck? Ich baue jetzt Ich. Und das Bessere ist, sie haben auch eine Straftat begangen. Ich? Ja. Ja, Peach, übertreib nicht. Ja, also Polizeirang musste ich bei Tobi melden, aber er musste ich erstmal einstellen. Und die anderen Ränge. Muffi nimmt Eisen. Trotzdem. Hallo, er ist der Owner, er darf das. Muffi darf das nicht. Ja, warte, ich gebe ihm was. Tobi darf Eisen klauen. Ja, Tobi darf alles. Tobi darf Eisen nehmen. Ist das Ziegel? Nee, das ist Wuffy. Ja. Er gibt mir Wuffy. Eis dafür. Wieso sind da vier geile Poisonous Potatoes drin? Tobi, er hat eine Straftat begangen und zwar Wuffy, hat er komm mit, wenn du einen Rang willst. Wuffy, komm mit, wenn du einen Rang willst. Komm mal mit. Guten Tag. Deswegen. Ist das hier Tobi? Ja, das ich ist Tobi. Warum ist ihr Kopf eine Null? Also, ich beleidige sie mal nicht, aber... Warum haben sie hier Nummern denn? Guten Tag. Sind sie Tobi, der YouTuber-Insel? Ja, gibt es auch einen Tobi? Ja, das ist halt ein Admin, der, ja, den anderen Admin gekickt hat, aber der hat jetzt seine Rechte nicht und der Tobi-Admin... Wir gehen jetzt. Nein, wir gehen jetzt schon End. Ist okay. Wir werfen jetzt die erste Enderpearl. Ja. Bitte nicht, Pete, nein. Bitte nicht. Oh, Pete, habt ihr ein bisschen Obsidian dabei? Oh. Nee. Obsidian, aber es gibt ganz viel in der Chest. Ja, Pete, ich dachte, du weißt den Weg noch zu. Könnt ihr jetzt den Obsidian mitnehmen? Weil dann könnt ihr alles mit, was gefunden und was nützlich ist. Nein, nein, wartet mal, das war mein Bogen. Wer hat meinen Bogen geklaut? Ich nicht. Und meine Pfeile. Ich hab nix in meinem Inventar. Mann, irgendjemand hat einen Pfeil. 3 Stacks Pfeile und einen Bogen geklaut. Auf ganz ehrenlos. Warum? Hallo? Christian, gib's zurück. Der einzige Bogen, den ich in meinem Inventar habe, ist mein Sicherheitsgewehr, das ich selber benannt habe, weil ich Polizist bin. Und ich habe 15 Spektralpfeile und 55 normale Pfeile. 55 normale Pfeile sind meine. Schau mal, Piet, in der Kiste hier oben. Keine Diskussion! Ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt. Wo ist die Kiste hin? Hilfe! Hey, yeah. Scheiße! Und was wollte ich jetzt kaufen, weil ich hier? Where yo? Ich brauche nur noch... Ich mir halt 57 normale Pfeile, die ich mir selber gekauft habe.
beim Villager, aber das wird dich nicht weiterbringen, weil einer gerade aus deinem Team, aus unserem Dorf. Ist ein Hinterhältiger! Ja, okay, hier. Hier, 45, aber das sind nicht deine 3 Stacks, die du hattest. Das ist nur ein Stack, ja, okay, weil ich hier nicht mehr hab. Ist okay, hast du die aus einer Kiste genommen? Nein, habe ich nicht. Die habe ich mir selber beim Villager traded. Ja, okay, dann ja, darfst du. Habt ihr Under Seed? Was? Habt ihr ein bisschen Under Seed? Weil das brauche ich kurz vom Villager hochtraden. Hä? Warte mal ganz kurz. Hä? Under Seed hat keiner. Und vor allem ist es auch viel zu wertvoll. Under Seed ist zu wertvoll. Wir gehen jetzt, Leute. In deinem Inventar hast du zufällig 2 Stacks Pfeile? Ja. Wieso? Hat jemand Dio-Reed? Die habe ich mir ja auch ertradet. Wieso? Hat jemand Dio-Reed? Und jetzt ertrade ich mir meinen letzten Stack. Hat jemand Quarz? Hat jemand ganz viel Quarz? Ich habe 24. Hab ich das? Ich bin hinter dir. Und dann kann ich den Villager hochfüllen. Warte, komm mal hierher, weil sonst fällt das irgendwo rein. Hier ist 24 Nether Quarz. Ja, ich farm da noch mal ein bisschen, weil ich brauche 2 Koppel und 2 Quarz sind ein Dio. Hat jemand ein Emerald? Cool, bitte. Oder wie willst du genannt werden? Ein Emerald? Genau, ja. Nee, hab ich nicht. Okay, seid ihr alle bereit zum Loslegen, Leute? Wo bist du? Ich hab dich verloren. Ich hab dich verloren. Hilfe. So, wir gehen jetzt End. Hinter Tobi. Ja, ja. Endlich. Okay. Ich bin auch bereit, Pete. Ich bin bereit, den Enderdrachen festzunehmen. Seid ihr ready to rumble? Nein, Spaß. Okay, das war ganz cool. Ein bisschen Cobblestone. Wo bist du? Hat jemand ein bisschen Cobblestone für mich? Bitte keine Voice Cracks. Das ist erlaubt nicht auf dem Server. Okay, Leute, wir werfen die erste End-Eye. Ich bin da. Das erste End-Eye-Chat. Kommt ihr alle mit? Kommt jeder, der hier steht, kommt ihr mit? Einmal nicken, damit ich Bescheid weiß. Nö. Okay, und wofür noch? Nicken einmal bitte. Okay. 3, 2, 1. Go! Ich muss das nicht so episch runterzählen. Es hat nicht gedroppt. Es hat nicht gedroppt, aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben mehr als genug gefarmt. Hat jemand Boote? Ich hab ein bisschen Holz für euch. Ich hab 20 ich Holz. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Bring euch ein paar Boote vorbei. Pete. Ich bringe euch 4 Boote, okay? Pete, warte auf mich, bitte. Ich kann euch 4 Boote vorbeibringen. Pete, bitte warte auf mich. Nee, reicht nicht. Nimm eigenes. Nein. Doch, damit wir alle eins haben. Ich habe 4 Boote. Oh Mann. Braucht jemand eins? Dann braucht jemand ein Boot. Oh, Hilfe. Ich bin ausgestiegen. Hallo, Pete. Reicht schon, wir haben genug. Okay. Oh, warte mal, wir hätten hier nur schwimmen müssen, aber passt. Soll ich mal ein Villager zombifizieren? Kannst machen. Wo seid ihr? Das war doch in die Richtung hier, oder? Pete, warte auf mich. Wir hätten es maybe nicht, oh mein Gott, in einer Nacht machen sollen. Wo seid ihr alle hier? Seid ihr alle hier? Wir warten auf einen. Schild! Nein! Da hat hier irgendjemand ein Spinnenauge mal. Okay, jetzt weiter. Nee, ich bin hier. Bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Kannst du schlafen, bitte? Oh. Hat jemand Pilze und. Kannst du bitte schlafen, Phoenix Place? Wir müssen gerade ins End. Ja, okay, mach ich. Hier schlafen. Zack, zack, zack. Und ich gehe ins Bett. Ich habe euch komplett verloren. Warte, oh mein Gott. Geht schon mal vor. Doch, hier, komm. Die Nacht ist durchgeschlafen. Komm mit. Oh, warte, da ist noch ein Creeper. Alle Creeper mitnehmen auf der Reise, bitte. Ja, okay. I see. Wer hat die Villager so hochgetradet? Wer hat so viele Dia-Schwerter gekauft? Weil der Dia-Schwert-Trade ist jetzt 2 Emeralds teurer. Kommt ihr mal hier mit? Ihr müsst dauerhaft mitkommen, seid ihr dumm? Wie viele Gehirnzellen habt ihr? Nein, sorry.
10 Millionen habt ihr, sorry. Ihr sprintet jetzt einfach dauerhaft und kommt mit. Keiner bleibt zurück. Das braucht so viel. Verbraucht so viel. Creeper, Creeper! No joke, ich würde bald nochmal werfen, tatsächlich. Ihr solltet alle 100 Blöcke auf jeden Fall werfen. Nee, nicht alle 100 Blöcke, gesagt. Aber... Der Creeper! Lass mal Tobi, geh nicht bitte vor. Also mindestens 1000, alle 1000 Blöcke, hätte ich gesagt, müsst ihr werfen. Ja. Okay, seid ihr alle da? Sehr schön. Ich werfe jetzt die nächste Enderpearl. In 5, 4, 3, 2, 1. Geh weiter in die Richtung. Ist sie gedroppt? Was ist sie da gedroppt? Pete, wir haben ein Problem. Wieso? Geht, baut darüber mal bitte. Die Enderpearl. Sie ist gedroppt, sie ist nach hier unten gedroppt. Ich habe sie keine Sorge. Mein Gott, du hast mich mit dem Wasser gesaved. Eine Kuh hat mich runtergeschuckt. Eine Kuh? Eine Kuh macht Mu. Genau. Eine Kuh macht Mu. Genau. Ihr, wisst ja, in welche Richtung. Was? Meinst du genau wie Tobi? Gerade? Hast du gerade den Owner beleidigt? Nein. Oh mein Tobi, du wurdest gerade von Phoenix Place als Kuh beleidigt. Nein, ich habe gerade gesagt, dass Christian. Nein, ihr müsst einfach nur in eine Richtung die ganze Zeit laufen, hä? Was ist da nicht zu verstehen? Was darf ich nicht zu verstehen? Wuffi, wo müssen wir hin? Oh, wichtig. Wir haben euch komplett verloren. Okay. So, ich brauche jetzt Schienen. Ich muss Holz fahren. Ich brauche jetzt gerade einen Supersmelter. In Richtung Westen. Pete, ist drückt F3, Richtung? Drückt jetzt F3, okay. Und dann da immer, wo die Blöcke stehen, da drunter... Chunk und darunter Facing. Und darunter muss dann Facing West. Wollt ihr nicht die Betten Wuffi, mitnehmen? Warte, Wuffi. Ja, okay, ich habe mehrere Stacks Betten, aber okay, wollt mich nicht mitnehmen. Ich bin euch alle verloren, auch Wuffi. Ja, Pete, schreib doch kurz mal deine sag doch kurz mal deine Koordinaten. Dann kommt er wahrscheinlich wieder zu euch. Ja, GG, ich habe euch Christian, hier bist du doch. Ach so, hier. So, jetzt lauf da zu Tobi. Nee, da ist auch Wuffi, okay, dann passt. Kommt jetzt. Ja, okay, never mind. Wenn ich mir eine Lytra mitbringen? Ich will nicht sagen, aber wir müssen uns beeilen. Einfach mal ein bisschen mit. Nicht die ganze Zeit uns verlieren. Ich meine, wie kann es überhaupt passieren, dass ihr abhanden kommt? Es ist eine Mini-Minecraft-Map. Ich will jetzt nicht haten oder das so. Das dürfen wir jetzt auch nicht, Pete. Okay, vierfach so groß wie die Erde, aber. Ja, hätte ich auch gesagt. Nein, wirklich jetzt. Ja, vielleicht okay, sogar drei. Mehr, Pete. Nein, ist so. Ist erwiesen, vierfach so groß wie die Erde. Okay, immer noch in die Richtung, also passt. Echt? Ist mal einer so weit gelaufen in Creative? Hat dann geguckt, wie weit ist es? Nein, die Chunk Border ist genau da. Hey, es gibt eine Chunk-Border. Ja, natürlich, aber die ist ultra weit entfernt, die braucht so lange. Ich kenne ich nicht mal. Ich weiß nicht mal, dass es hier eine Chunk-Border gibt. Bin bereit. Ja, das weiter. Tschüss. Bin bereit. Wir haben wieder einen verloren, oder? Nee. Nein, wir haben alle sind hier. Ich meine, was ist auch so schwer, in eine Richtung dauerhaft zu laden? Wenn ihr uns verliert, dann lauft einfach weiterhin in diese Richtung. Nur in diese Richtung ist es richtig. Okay? Okay. Dann sehen wir uns doch auch wieder. Wenn Wuffi jetzt wieder weg ist, ne? Nee, es juckt uns einfach nicht. Also ich kümmere mich gerade um den Supersmelter. Ist das in Ordnung? Okay, hier laden langsam die Chunks nicht mehr. Aber jetzt wollen wir jetzt nochmal werfen? Ich würde nochmal werfen, tatsächlich. Ich meine, wir haben immer noch die gleiche... Ist es in Ordnung, dass ich einen Supersmelter baue? Das ist schon gut. Gut, dann baue ich jetzt einen Supersmelter. Water Energy! Ja, okay, nimm du die jetzt erstmal mit. Tobi. Oh, schade, hat nicht gerichtet. Schade, Block Safe hat nicht geklappt. Hä, hey, was für hier ist hier auch. Also, Pete, dass hier alles sieht. Hier ist so viel alles sieht an der Höhle. Den kann ich mir jetzt abfangen. Oh, bitte lass hier noch einmal werfen. Hier habe ich irgendwie das Gefühl, hier ist es. Notchung, es muss ja irgendwann mal kommen. Bei welcher Chord sind wir?
Das ist ja echt gut. Sag mal deine Codes. Minus 1K. Ich habe euch gerade gesehen. 1K am Ende. Ihr seid, ja, okay, wirf noch minus 1000. Ganz hinten. Ihr seid schon in 2000 Blöcke getravelt. Das, wir wirf nochmal, Tobi. Pete, ihr hättet auch schon drüber laufen können. Das ist euch auch klar. Mann, wir haben schon 1000 Mal geworfen. Immer noch, ja, in die Richtung. Schön, schön weit weg. Ey, der fängt mir jetzt immer auf, ich. Ja, Lian. Ich hab's nicht. Ich hoffe, einer hat's wenigstens. Nee. Ich hab's nicht. Schade. Ich glaub, wie können wir rüber schwimmen? Keine Boote. Unter Bergen ist ein Stronghold häufig da. War gelogen. Unter bestimmten Bergen ist sehr oft eine Elden City. Ja, das stimmt. Pizza, ich habe das verwechselt. Was? Wahrscheinlich hat das verwechselt. Aber meinte, ich hab dich nicht verloren. Sorry. Wie viele Öfen musst du einen Super Smelter haben? Oh, bitte ist es nicht hier, nimmst du es nur. Ein Steak-Öfen muss 16. Ja so ein Super Smelter. 16? Ja, ist meistens. Ja, okay, dann baue ich hier 16 Blöcke in den Berg rein. Hilfe. Aber da müssen ja auch noch Truhen. So, wer hat der das gesammelt hat, die Enderpearl einmal bitte werfen? Haben wir Betten mit? Damit wir Spawnpoint setzen können. Ich habe so viele Betten gemacht. Ja, wirf mal bitte. Immer noch in die Richtung. Ich sammle auf, wenn es droppt. Nee, wir laufen Let's jetzt go. 5000 Blöcke in die Richtung. Nein, nein, nein. Bald sind wir da. No joke. Ihr seid schon über 2000 Blöcke von mir weg. Ja, sind wir wahrscheinlich. Aber wir, ja, also ich bringe auf jeden Fall Elytra mit. Kannst du mal mitbringen? Ich auch. Auf jeden Fall müssen wir Elytra. Deswegen habe ich ja auch so viel Gunpowder nochmal gefarmt. Könnt ihr mir mitbringen? Ich kann versuchen. Thank you. Oh, wir haben Dorf. Wenn sie unter dem Dorf ist, dann ziehen wir in dieses Dorf um. Essen, weil ich habe nur noch 6-7 Herzen wegen, ja, okay, wir warten hier kurz in dem Dorf. Also Pete, hier ist die riesige Eisenform. Ich glaube nicht, dass ihr die aufgeben wollt. Mach nochmal. Wartet mal ganz kurz da, wo ihr seid. Es geht zurück, es geht zurück! Ja! Siehst du das Sprung, warte mal. Ich muss ganz kurz hier Kennzeichnung machen. Es ist unter uns. Oh, Tobi, du bist so schlau. Was zur Hölle ist das? Egal, so ist gut, so ist gut. Oh. Piet, wir müssen in die Richtung. Sicher geht's nicht. Hast du recht. Wohin? Was hier runter? Nee, wartet noch. Ich sag hier, actually. Also ich baue gerade den Super Smelter. Straight runter? Nein, 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 nicht straight. Ihr kennt die Taktik, oder? Ja. Ja, ich ja. Diese links, rechts. Nee. Jo. Kommt hier runter erstmal. Ich komme mit dir, okay? Ja, kann ich nicht. Kommt einfach mit mir. Die kenne ich nicht, die Taktik. Tut mir leid. Mann! Wuffy und Tobi, kommt alle mit. Die Baumfarm von Fichtenholz. Oh, warum mein. Sagt mir das denn niemand? Mann, hallo, könnt ihr das mal lassen? Ihr dürft hier nicht mir immer hinterher springen. Ihr müsst immer kurz warten, bis ihr mir hinterher springt. Ihr müsst immer erst dann hinterher springen, wenn ich unten bin. Ja, jetzt. Darf's? Jetzt? Und jetzt? Okay, never mind, bleib kurz oben. Nein, noch nicht. Sorry. Warum schuckst du mich auch runter? Nein, ich hab's kaputt gemacht, sorry. Geht mal da nochmal hoch. Ja, warte mal, könnt ihr euch nochmal hochbauen, kurz? Zwei? Es ist gar nicht gut. Das kann lange dauern, bis ihr das findet. Das ist ein Potter. Mein Gott, jetzt. Nein, nein, wir bauen uns bitte nicht straight runter. Nein, nein, nein. Wuffy, lass es. Bitte nicht. Angst, wenn unter uns Lava kommt, sind wir alle tot. Alle? Echt? Dann ist doch ja. Wuffy tot. Alle. Nein, er baut uns ja runter.
Er baut euch runter, das gibt doch direkt einen, weil er euch runterbaut. Sorry, wenn ihr dann in Lava stirbt, nur weil er euch runterbaut, und dann kriegt er direkt Permaban. No joke. Mann, wir hätten noch eine werfen sollen. Wir hätten nicht auf Tobi hören sollen. Lass wieder hoch. Das Stronghold kann auch richtig tief sein. Direkt der Bildschirm kann das sogar sein. Bitte noch nicht. Sogar Wuffy sagt gerade, nein, baue ich doch nicht runter. Wuffy hat gerade gesagt, er baut euch nicht runter. Nein, ich bin ganz unten. Ja, dann schwimm halt hoch. Hä? Schwimm, er ist ganz unten. Bitte mach. Lass am besten den Spawnraum finden. Bitte nicht. Spawnraum, dann werft einfach Enderpads, bis ihr es habt. Ja. Ich bin auch so klug. Nein, das darf gerade nicht passieren. Wir hätten nicht auf dich hören sollen? Wieso? Du wolltest runterbauen. Tobi hat doch gesagt, lass runterbauen, oder? Nee. Na, Piet? Wir hatten mehr als genug. Wer hat hier zugebaut? Ich hab wo ganz anders gesagt. Ja, und war es bei dir? Bitte nicht abmachen, ich bin nicht an euch. Ich bin so kurz davor, hier was Neues hinzubauen und eine Glaskuppel um die Farm, um die Eisengolem-Farm. Okay, ich werfe jetzt nochmal einen Pearl. Ich crafte hier einen Spawn und auf einmal explodiert schon wieder ein Creeper neben mir. Ich raste hier wirklich bald auf. Oh mein Gott, ich wäre fast gestorben. Ja. Ich habe 3 Herzen. Könnt ihr mal bitte. Kannst du mal bitte schlafen, Phoenix Place? Ja, gehe ich. Ich gehe ja schon. Geh schon. Ich mache mich gerade auf den Weg, schlafen zu gehen. Ich dachte, ihr habt Betten dabei. Ich muss kurz hier Essen machen von dem Pferd. Ich dachte, ihr habt Betten dabei. Okay, ich werf. Okay, es geht nochmal in die Richtung. Also Piet, es wäre so scheiße für euch, wenn ihr jetzt kein Bett dabei hättet. Wir haben halt Wolle und Holz. Dann habt ihr dann, wenn einer stirbt, dann musst du direkt den ganzen Weg zurücklaufen. Gut, ich gehe gerade schlafen. Bin im Bett. Einfach so, ich stehe bei 2 Personen, müssen schlafen gehen. Ist es runtergegangen? Piet, bitte warten. Ja, ich bin ready. Wie viele Blaze-Rods haben wir noch? Halleluja. Bitte sterbt nicht. Wir haben noch mehr als genug. Ich bin hinter dir. Ja, aber bitte nicht runterschubsen. Wie kann also ich sag immer jetzt und dann runterspringen. Jetzt. Ja. Jetzt. Du bist drin. Jetzt. Jetzt. Ich dachte, P tut den Takt vorgeben, nicht? Jetzt. Ihr sagt immer gleichzeitig. Jetzt. Nein! Der ist im Stronghold. Tobi ist im Stronghold. Ah, nee. Er ist im Stronghold. Er sollte euch Koordinaten geben. Wieso, wir sind doch gleich da. Echt? Also seid ihr einfach langsamer runtergehen als ihr. Tobi, gib mal Quartz und dann bauen wir uns zu den Quartz. Wir hätten nicht. Ich hab Tobi das war. Nie gesagt, Tobi. Ich hab wir sind drinne. Guck, habe ich noch gesagt. Wusste ich's doch. Mal gucken, was hier in der Chest ist. Pass auf das Silberwürmchen. Bitte nicht. Bitte keine Silberfische. Lass mal hier lang. Die sind nervig. Piet.
Warte, kann sich irgendeiner diese Chords hier aufschreiben? Ey, warum baut ihr nicht einfach ein Endportal da her? Das war Endportal. Netherportal und deswegen habe ich über Obsidian gefragt, weil ich glaube, ein Block im Nether ist 10 Blöcke in der Overworld. Und ich hab den Raum! Ich bin der krasseste. Und wie viele stecken? 4! Was, wie viele? 4! Das ist gefühlt Rekord. Was ist die Chance, dass 4 stecken? Es gibt noch welche, die 12 haben. Ja, und aber was ist die Chance dafür? Hier sind einfach auch noch Dias. Eine Billion oder sowas. Nein, ich meine, was die Chance dafür ist, dass. Ich glaube, 1 von 200. 1 von 200. Piep, warte. Wenn wir aus dem End raus sind, können wir dann eventuell in die Bücherei noch schauen wegen Verzauberungen. Stimmt, klug. Weil ich hatte das schon immer im Plan und ich habe es dir auch beim ersten Mal gesagt, als du in einem Stronghold warst. Oder war das nur Fake-Erzählung von dir? Ich habe jetzt keine Ahnung. Ja, Tobi, wir haben es gerade mit 4 Enderaugen gefunden. Hier, original. 4 Enderaugen, 2,13%. Ja, ist schon hoch. Ist schon solid. Warte. Ich mach Screenshot. Nee. Warte mal, geht mal weg. Geh mal da weg. Obi, soll ich eine Ender Chest placen? Hä, wieso sehe ich mein Stuff nicht mehr? Ich hab Quartz reingeschaltet. Hä, ich sehe nichts mehr. Ich sehe mein Stuff nicht mehr. Okay, jetzt auf einmal. Okay, lass, ja, habe ich 3000 Mal. Lass Screenshot machen. Alle bitte Gruppenfoto. Mann, wo ist Wuffi hin? Ich fand so scheiße. Gruppenfoto einmal bitte. Einmal blocken alle. Alle an ihre Position. Du musst auch an deine Position. Okay, doch nicht blocken. Blocken ist nicht so geil. Warum machst du nicht mal eine WhatsApp-Gruppe? Wieso? Okay. Warte, guck zu mir hier. Guck dahin, wo ich hingucke. Okay, ja, noch ein bisschen weiter nach oben. Noch ein bisschen weiter in meine Richtung. Okay, so ist gut. Und Foto. Oh, warte. Foto. Let's go. Wuffi ist jetzt leider nicht drauf, aber wir müssen uns beeilen. Pete? Oh, Christian, du hast nicht so gut geguckt auf dem Foto. Tut mir leid. Ist egal. Auf jeden Fall. Ich habe Holz mit, aber ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ich muss in 12 Minuten auf. Okay. Lass mal noch jetzt Betten bauen. Kabel nehmen. Ja, ist traurig. Also, ich mache jetzt hier eine Werkbank hin und eine Ender-Chest. Um da den Loot dran zu safen, der gut ist. Wieso hast du eine Ender-Chest? Wegen den Kontrollen noch. Das darfst du aber nicht benutzen für andere Sachen. Ja, okay, aber wir sind im End, das ist eine Ausnahme. Nein. Ja, okay, dann. Wo ist der Lava? Haben wir kein Lava mehr? Ich habe die Lava weggemacht. Oh. Ja, dann muss ich sie wohl bei mir behalten, leider. Los, du einmal Respawn Point setzen. Stimmt. Tobi, hast du Texture Pack für Ding? Für Köpfe? Nein, Pete. Ja. Betten. Hab ich doch. Hast du Betten auch mit, wegen Enderdrache? Ja, klar. Ich hätte nicht dran gedacht. Wer will das letzte platzieren? Ich nicht. Starker Witz. Mach du doch, du bist der Moderator. Ich habe jetzt mir 2 Betten gecraftet und ich habe noch eine Werkbank, die platziere ich dann im End. Ich mache mal hier jetzt alles rein, was man nicht braucht. Pete, ich mache 8 Öfen. Den Super Smelter. Okay, geil. 6. Das brauche ich. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das auch nicht. Obwohl, brauchen wir Blöcke? Nee. Ich nehme mal Obsidian mit. Und Holz auf jeden Fall. Feuerkugeln nicht. Wieso packen da manche ihre Rüstung rein? Jungs, okay, wir müssen.
Okay, ihr springt jetzt und ihr müsst einfach blind springen. Okay? Darf ich mir noch mal Betten craften? Nimm einfach das mit, die Werkbank. Okay. 3, 2, 1 und go! Ich hab nichts gesehen, meine Augen sind zu. Ich hab den Sound so heftig gehört. Hä, hört man es überall auf der Map? Pete? Ja, hört man überall, bei jedem. Pete? Oh mein Gott. Ihr müsst nicht schlagen oder so. Ganz ruhig, ich mach das. Hast du Blöcke mit? Ja, klar. Okay. Das wäre jetzt aber auch witzig gewesen, wenn nicht. Stimmt, immer. Nicht angucken, am besten die Endermans nicht angucken. Ey, warum habt ihr einfach keinen Kürbis mitgenommen? Wo sollen wir bitte Kürbis herkriegen? Mann, Christian, du hast 2 angeguckt. Ich hab's gesehen. Ist Christian, ist so viel Christian. Das ist der hier im Call. Ich bin tot. Geil. Nice. Ich komme. Richtig nice. Mann, wir werden diesen Ender Dragon so schnell fetzen. Pete, weißt du, was ich weiß gewesen bin? Was? Er hätte seinen Spawnpunkt nicht gewürzt. Ja, das wäre witzig. Das ist sehr crazy hier. Oh Gott, super Smelter. Wie wenig ich treffe. Ja komm, ich baue mich hoch. Bin so scheiße. Ich bin in der Mitte, Pete, wo seid ihr? Und der Super Smelter ist sogar in der Nähe der Eisenfarm. Ist das gut oder schlecht? Soll ich hochkommen? Oh mein Gott, zum Glück habe ich den gelandet, den MLG. Das ist crazy, Alter. Hätte ich den nicht gelandet? Tobi. Alter, Pete. Alter, falsch. Einer macht einen Kürbis für mich. Dann siehst du aber nichts. Ich weiß. Ich schnitzt einen Kürbis, hä? Dann hat man nur 2 Augen. Ich bin sowas von dead. Tobi, bitte helf mir, ein Enderman jagt mich und ich bin tot. Oh, das stimmt. Piet, bitte Wasser, ich muss hier hoch. Wofür hat jetzt erst? Ich habe da 4 Betten platziert. Wofür hat jetzt erst das gefunden, was ihr da, wo ihr drin seid? Das fliegende Auge hat er jetzt erst bekommen, Wofi. Nein, Wasser umlassen. Gibt's noch irgendwo eins? Haben wir alle? Wir haben alle, oder? Geht mal bitte wieder runter, geht mal wieder runter. Das ist hier ein bisschen risky, vielleicht für euch. Ihr habt alle Crystals, meint ihr? Ja. Ich bin tot. Christian wurde vom Enderdrachen erschlagen. Ah, da ist noch ein Crystal. Pete sammelt mein Stuff nicht ein. Bienen, wie werden Schienen gecraftet? Pops. Sind wir dumm? Okay. Ich meine, ich? Ich treffe ja keinen Schuss. Leute? Ja? Ich habe nur ein kleines Problem. Wieso guckst du den immer an? Was soll ich denn machen? Ciao. Hol dir doch dein Stuff wieder, hä? Wo ist das Stuff? Ich suche ihn seit 2 Minuten. Ja, hä? Na, da wo du gestorben bist. Gute Antwort, Pete. Na, wenn er sagt, dass er seit 2 Minuten ihn sucht. Woher soll ich wissen, welcher Tower das jetzt war? Ja, es war dieser Tower. Da guck ich, in die Richtung. Da, genau, da. Aber, oh, sorry.
Sag aber Ender Dragon Fight ist wirklich wie Real Talk. Wollen wir jetzt eigentlich Bettbomben? Und? Macht, ich hab nichts. Stimmt, er hat nichts. Gute Frage. Dann, ja, ich hab's halt noch nie gemacht. Ich hab nichts mehr. Hast du nie gebettbombt? Ja, noch nie. Du musst dann also du musst es eigentlich nur auf Bettrock machen. Oder vorne an den Kopf. Ein Bett platzieren, wo sein Kopf ist und dann explodieren lassen. Das ist eigentlich leicht. Ich bin tot. Bitte, bitte sammelt mein Stuff nicht ein. Ich hab wirklich kein. Ja, mein Helm ist eh despawned. Wirklich? Nee, ja. Also wenn dein anderer Stuff da noch war, dann ist er wahrscheinlich nicht despawned. Ja, aber mein Helm ist einfach despawned. Du musst weiter suchen nach dem Stuff. Auch. Oder er ist kaputt gegangen. Ich hab doch schon gesucht. Was soll ich mehr suchen? Oder er ist kaputt gegangen. Das ist gut, der Witz. Der ist gut. Das war kein Witz. Oh. Vielleicht ist er ja kaputt gegangen. Hä? Man weiß es ja nicht. Ich hab nur eine Enderperle. Wenn er ihn nicht mehr findet, dann kann er auch kaputt gegangen sein. Hä? Bobby, hast du noch ein Kürbis? Kürbis? Hast du noch ein Gebiss? Was soll ich essen? Meine Karotten sind weg. Hat jemand Bold von euch? Ich bin Bold, ja. Nein, ich hat jemand Gold. Ach so. In einer Chest. Gold ist in der Chest. Ich bettbomb jetzt, Leute. In welcher? Oh, warte, warte. Ich hab den Enderdrachen gehittet. In welcher Chest? Nochmal. Oh mein Gott, ich bin voll der Bogenschütze hier. In welcher Chest ist... Ich meine, da, wo wir runtergebaut uns haben. Wo ist Gold? In welcher Chest ist Gold? Wo? Nochmal. Ein Spinnenauge. Ja, ich hab das Spinnenauge. Hat jemand einen Pilz von euch? Are you serious right now? Nein. Ist mein Stuff exploded? Digga. Bert! Ey, Schatz! Ey, Schatz! Nied! Sollt euch das, der Typ des Drachen eigentlich nochmal erfolgen? Scheiße, ich bin reingegangen! Killstil? Ah, ja. Warte, warte, warte. Warte, bevor ihr das Drachen einnehmt. Nee, wir haben schon. Wir haben uns schon das Drachen eingesneakt. Wo ist es? Buffy, du kleine Sau! Du kleiner Ich. Du kleiner Baba Baba Baba. Was würde ich jetzt auch sagen? Aber wenn ich das zu sagen will, darf ich das ja nicht sagen. Ich habe 25 Level. Ich habe kein einziges Level von dem Enderman gekriegt. Ender 3. Ich auch nicht. Und Wuffy, komm mal her, Wuffy, komm mal her. Ich hab im Elmner brauchen, kriegt man 70 Level. Ich habe jetzt eine Frage. Wer hat meinen ganzen Stuff eingesammelt? Ich hatte eine Hose und Mann, ich geb's ja zu. Ich habe nichts eingesammelt. Hier. Du gleich so von Pete. Rein damit. GG, ja. Aber ich find's geil, dass ich. Weil ich glaube, das kann man nur einmal haben, oder? Ist doch easy nein. End. Doch, komm mal, mehrmals. Ich spawn jetzt überall Enderkisten. Das kann man doch mehrmals haben, weil man die Enderdrachen mit Dingen so wiederbeleben kann. Ja, aber da kriegt man es, glaube ich, nicht mehr. Oh, da schon. Kriegt man, glaube ich, so Revive Achievement oder so. Also, wollen wir jetzt Elytra holen? Ich hole mir jetzt auf jeden Fall eine Elytra. Ich muss jetzt auf. Ich muss jetzt eh auf. Oh Mann, wer hat meinen ganzen Stuff? Ich hatte noch eine Hose und ich hatte einen Helm. Oh, ihr nicht. Ich geb's ja zu. Hat wer eine Ender Pearl? Ich halte gerade in meiner Hand, aber ich will es dir nicht geben, weil einer meinen Stuff gerade eingesammelt hat und ich bin sauer. Ja, mit einer Eisenhose kann ich ja viel. So, sag mal, wo ist denn das? Keine Ahnung. Okay, ich hab das eingesammelt und wahrscheinlich bei der Explosion ist es dann kaputt gegangen.
Hä, bin ich dumm? Wo ist denn mein die Gott, ich Nachbar bin gleich tot. Ich habe die 100 Endermans gleichzeitig angeschaut. Wofür brauchst du noch eine Enderpearl? Wofür? Man wäre da die ganzen Ender-Chests platziert, no joke. Ich? Darfst du gar nicht. Doch, ich habe die ja jetzt alle verbraucht. Ah, da ist es, okay. Oh mein Gott, bitte, bitte lass es das sein. Ich will als erstes das Achievement haben. Ja, GG, wir haben's. Ja, ist auch nicht actually so schwer zu finden. Ja, okay, chillig. Nicht schucken, sonst werde ich hier aggressiv. Und dann werde ich eventuell... Let's go. Oh mein Gott, wir haben's. Auf Schmack. Bitte nicht. Was denn? Bitte nicht hochbauen. Wieso? Chorusfrucht. Mann, wer kommt denn die ganze Zeit Endermans an? Oh mein Gott. Chorusfrucht. Wuffi, lauf zu das mir. Das war Wuffi. Ich habe keinen davon angeguckt. Lauf nach links. Hier, komm ins Wasser. Ich komme ins Wasser. Ich meine, Wuffi. Weil Wuffi ist ich esse jetzt entspannt mit Chorusfrucht. Wir müssen die jetzt alle mal besiegen, kurz. Für Wuffi. Wir sind nämlich fürs Team da. Darf ich meine Armbrust ausprobieren? Klar. 3, 2, 1. Ich will ja nichts sagen, aber die teleportieren sich immer weg. Nein. Was? Tobi, willst du mich verarschen? Nee. Der ist da safe in Creative reingeflogen. Tobi? Das kann nicht sein. Boah, dass ich da hin. Chorusfrüchte? Ich snack mir hier alle Chorusfrüchte. Oh mein Gott! Pete würde das sehen. Stimmt. Da oh hat er mein recht. Gott. Sehr viele Chorusfrüchte. Ich habe einen Stack Chorusfrüchte. Jetzt schon. Und 3 Enderpearls. Ist jetzt nicht so crazy, aber ja. Was? Ein Stack Chorusfrüchte. Wenn es hier wirklich eine End-City ist, wo Tobi gerade drin ist, ist crazy. Ich brauche unbedingt Chalkas. Oh, ich liebe Chalka-Chests. Hier ist wirklich eine End-City. Mit, wo seid ihr? Ich bin einfach langgelaufen auf der Island. Tobi? Ich habe da auch das Achievement. Tobi, warum hast du das gemacht? Was hat er gemacht? Der hat meinen Rang entfernt. Let's go. Pete, der hat einfach meinen Rang entfernt. Let's go! Tobi, warum hast du meinen Rang entfernt? Super gemacht. Ein Spaß. Mann, weil du behauptet hast, dass er gecheatet hat. Ja, das war doch nur ein Spaß. Ach so, oh, wenn du das so niedlich sagst. Digga, Diamant. Tobi, das kann nicht sein, dass du erst jetzt Diamanten hast. Im End hast du zum ersten Mal Dias. Das ist crazy. Oh mein Gott. Wo sind wir? Hallo? Was? Hilfe! Pete, wo seid ihr? Wir sind die gerade massiv am Farmen. Und ich gehe gleich hier massiv in die Hölle. Ich sehe nicht, wo überhaupt Ding ist. So eine Struktur, wie heißt das? So eine Endstruktur. Ich kann das nicht mal sehen, aber ist okay. Hier ist... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab sie. Nein! Enderperl. Bitte? Warte, nimm mal hier bitte die Brote, Tobi, falls du mitnehmen kannst. Weil mein Inf ist komplett voll. Ich muss rein ins... Wuffi, save mein Stuff ganz schnell.
Wuffy, nimm alles, pack alles in eine Kiste, ich komme. Ja, da an der Seite sind welche auf Schmeckidi-Schmeckidi-Schmock. Easy, ich habe einen Enderman angeguckt. Digga, kannst du bitte Wasser platzieren, Tobi? Ich habe ein bisschen Angst hier oben. Ich fliege irgendwie immer höher, Tobi. Sind doch 1000. Kann einer bitte Wasser platzieren? Oh mein Gott. Weihnachtsmann. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Dass ich dich nicht mag. Yo! Hä, kann man Schaltgas nicht mit einem Bogen treffen? Yo, ey, yo, ey, yo. Pete, was hast du gerade gegen den Weihnachtsmann? Nein, ich lieb den Weihnachtsmann. Mein Best Buddy. Du hast doch gerade eben noch gesagt, du hast ihn. Nein, das war ich nicht. Das war Tobi. Tobi? Das ist nicht erlaubt. Spaß. Ich bin kein Commander hier. Ich kann nichts. Doch. Stimmt, du bist wirklich nur ein Member. Wie klar, warte. Ich bin nicht so sicher. Ja, das war mitgeschrieben. Spaß. Tobi, ich habe eine Frage. Warum hast du meinen Rang entfernt? Danke, 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 Wuffy, danke, Wuffy. Ich brauche nur noch meine Axt, dann ist alles okay. Mann, ich habe immer noch erst eine Schalker-Schelle, das ist ja auch bodenlos. Danke, danke. Egal, lass weiter traveln. Ich fliege mit meiner Elytra los. Hoch da. Nevermind, geh da nicht hoch. Geh da nicht hoch. Ja, Wuffy. Du bist meine Rettung. Du bist meine Rettung. Danke. Du bist nett, du bist alles, aber nur nicht scheiße. Du bist nett, Wuffy. Du bist nett, Wuffy. Und seit ich travel einfach weiter ein bisschen. Tobi ist auch nett. Tobi ist natürlich sehr nett, außer dass er meinen Rang entfernt hat. Das ist auch nett von ihm. Genau. Das ist sehr nett, Tobi. Tobi, warum hast du das eigentlich gemacht? Mann, guck mal, Christian ist jetzt voll traurig, weil du ihm seinen Officer weggenommen hast. Er war voll im Roleplay. Ich bin nicht traurig, ich will doch nur die Wahrheit wissen. Er will nur wissen, wieso es ihm entgangen ist. Ja, warum hat er mir zufällig meinen Rang jetzt entfernt? Zufällig? Wieso zufällig? Ich glaube, es war schon mit Absicht. Mit Absicht? Dass ich einen Spaß über ihn, über seine Rechte gemacht habe. Einen Spaß. Kann man auf Bedrock joinen? Nee. Sorry. Nope. Kannst du mal was anderes als Minecraft spielen? Dann guck doch immer gestrigen, vorgestrigen und vorvorgestrigen Stream. Moin Donner YC. Moin auf jeden Fall. Wie war's? Freut mich, dass ihr dabei wart. Seid. Hilfe. Nein, bitte nicht. Ich will dich nicht runterschucken, aber ich glaube... Du willst andere runterschubsen? Nein. Wie ehrenlos, wieso? Pete, Tobi ist noch auf dem Block. Hey, wieso ist meine Render... Nein, Tobi, das machst du jetzt nicht. Und die Render Distance hochstellen. Was wollen wir jetzt hier oben? Ich komme runter. Tobi, aber ich will doch nur die Wahrheit wissen. Warum hast du mir meinen Rang entfernt? Ist so voll ehrenlos. Nein, Spaß. Ist doch nicht schlimm, aber er soll doch wenigstens die Wahrheit sagen. Genau. Er soll doch wenigstens die Wahrheit sagen. Socke! Socke, wieso hat Tobi mir meinen Rang weggenommen? Sag doch wenigstens jetzt die Wahrheit, Tobi. Tobi, mach meinen Rang wieder hin, bitte.
Och, Bitty, mach mal Frage wieder hin. Das ist ehrenlos. Das ist ehrenlos, wenn du das machst. Was denn? Hast du die Arschrolle bekommen? Guck mal, Tab, da bist du Arsch auf einmal. Ich auch? Ja. Dann würde ich den Server gleich quitten. Wow, Jay. Null Ahnung, aber Tobi hat bestimmt seine Gründe. Das stimmt. Tobi hat bestimmt seine Gründe. Wenn ihr mich hier Kacke und so nennt, nee. Mann, es war ein Joke, Jay mal. Ja, ich weiß, aber du hast ja gesagt, wenn. Und ja. Und ich habe auch einen Joke gemacht und darauf wurde mir mein Rank entnommen. Und das verstehe ich nicht, warum das passiert ist. Warum ist das passiert, Tobi? Wenn ich fragen darf. Nein. Nein, bitte nicht. Was? Warum Was gehen denn? Wir jetzt da rein? Ha? Wo geht ihr rein? Was willst du da drin? Wo denn? Wir sind gerade unten in so einer Struktur. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Wir versuchen gerade in den Turm hochzukommen. Hä? Ich sag dir, wenn ich zuerst da oben bin. Meinst du N-City? Ich will den blöden Enderman killen. Aber sag mal jetzt, Tobi, sag mal jetzt deine Begründung dazu. Warum? Dass er kein Officer mehr ist. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass er kein Officer mehr ist. Aus dem Grund, weil ich das mit dem Roleplay... Also ich bin der Meinung, wir können alle aufhören mit dem Roleplay. Ganz ehrlich. Und dann bin ich auch nicht mehr... Aber trotzdem, warum hat er das gemacht? Das würde mich jetzt interessieren. Genau. Warum? Nein. Hat das Gefühl, er will ein bisschen er wirkt ein bisschen überheblich gegenüber den anderen. Kannst du mal was... Achso. Okay, wenn noch mal so ein Das kommt, nee. Viel Spaß. Warum gegenüber anderen? Das ist doch gar kein Diss. Das ist einfach nur... Ja, ich habe doch nur Spaß gemacht. Eine Kuh macht Mu. Das ist mein voller Ernst? Okay. Ja, aber trotzdem, warum nimmst du mir meinen Rang weg? Einfach so, weil du denkst, dass es so ist. Und wenn es nicht so ist? Also, ich bin der Meinung, dass auch schon so ein bisschen gewirkt. Da gebe ich Tobi schon recht. Sag mir einen Dass Grund, du immer so irgendwie andere angehittet hast oder so und dann meintest, ja, ich bin Officer. So, erstens, ich sag mal Begründung dazu. Erstens, Super Julian, als der wieder gekommen ist, der hat mich erstmal gequittet, dann hat er ein Stück vom Polizeirevier abgebaut. Und dann habe ich ihn letztendlich angegriffen. Und das war mit Grund, weil er erstens Hausfriedensbruch begangen hat. Und zweitens, weil er mich halt gecrittet hat. Mhm. Und deswegen habe ich ihn angegriffen. Ja, aber das ist ja nicht ein Beispiel. Auch gegenüber anderen, ja, das ist ja nur ein Beispiel. Ja, dann nimmt mir halt mal Rank weg, ist mir doch egal. Mann, aber jetzt nicht traurig sein oder so. Nee, ich bin ja nicht traurig. Okay. Wie soll ich traurig sein, wenn ich noch mit euch rede? Das macht keinen Sinn. Warte, Tobi, ich drop dir die Enderperle. Ich find's ein bisschen traurig, dass ich keine Entity find. Also wir haben jetzt bis jetzt eine gefunden, aber... Ja, okay, dann. Oh nee, ich muss irgendwas essen. Ich habe nur noch 4 Herzen. Ich werde sterben. Ich bin One-Hit von dem Enderman. Ja, aber du wirst sie auch nicht angucken. Ich gucke auf den Boden und einer verfolgt mich schon. Jetzt sind mir die Hungerkeulen ausgegangen und ich kann nicht mehr sprinten. Super toll. Also ich hätte noch genug Essen, aber du müsstest dann erstmal zu mir kommen und das ist schon... Wie soll ich zu dir kommen, ohne zu sprinten? Ja, dauert schon Jahre. Also ich bin die ganze Zeit auf der X-Koordinate hochgegangen. Bei Z bin ich ungefähr auf 0. Okay, Tobi, ich kann dir nicht folgen, nur springen. Tobi, warte.
Ich kann halt Dänderperle schmeißen, aber dann... Danke, Tobi, danke, danke. Danke, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir sehr. Guckt ihr eigentlich gerade alle zu? Guckst du gerade in meinem Stream zu? Ich? Ja. Ja. Was passiert gerade in meinem Stream? Warte. Ich muss kurz. Ich hab deinen Stream halt offen, aber der ist gerade gestoppt. Du baust dich gerade rüber. Okay. Okay. Muss gleich auf. Oh. Muss gleich auf. Oh. Okay, ja, das ist mies. Okay, du kannst den Stream auch wieder muten. Ist okay. Ja, deswegen. Hast du schon eine Elytra? Sag mir nicht, du hast schon eine Elytra. Nee. Ich wollte gerade hier sagen. Ich finde No Joke End finde ich nicht so gefährlich wie Nessa irgendwie. Ja, das ist halt voll so. Nur die Endermen, wenn die nicht da wären, End wäre einfach als Overworld. Nein, okay, das ist übertrieben. Okay, doch, actually. Nein, das ist schon sehr gefährlich mit den Schalkern. Du meinst, Overworld ist... Das ist komplett Cap. Pete, das ist Cap. Wieso was Pete? Du sagst. Nee, was du sagst. No joke. Diese Cities und vor allem kannst du überall runterfallen. Ja, aber du kannst dich auch mit deinem Wasser einmal safen, aber unter Wasser, wenn du irgendwas machst, zum Beispiel, wie sollst du dich hier, wenn du jetzt runterfällst, dann kannst du dich nicht safen mit dem Wassereimer. Peter hat recht, siehst du? Ja, okay, dann ist halt meine Aussage dumm, aber... Wieso trotzdem, nein? Ich meine... Halt, ne, da ist End nicht. Doch. Warte mal, was nochmal? Also ich meinte, dass Nether nicht einfacher ist als End. Ich finde No Joke End schwieriger, Nether meine ich. Weil ich meine, da hast du überall gefahren, hier hast du gefühlt gar keine. Außer halt... Wenn du anguckst oder runterfällst. Obwohl mit Gas finde ich schon gefährlich. Muss ich vielleicht noch überdenken. Da lasse ich mit mir streiten, aber safe ist Overworld ungefährlicher als Ding. Check schon. Oh nein, Tobi hat den Kürbis auf dem Kopf. Jetzt werden hier 1000 Endermans auftauchen. Was? Wieso? Ja, weil vor mir 1000 Endermen sind, aber Tobi sieht die nicht, weil der hat ja Kürbis auf und die werden halt nicht aggressiv. Ja, und? Aber vor mir sind halt 2000 Endermans. Aber dann guck doch einfach dauerhaft auf den Boden. Ich gucke ja auf den Boden, aber ich kann nicht mehr auf den Boden gucken. Hm, nicht? Was, wenn ich ins Void falle? Hä? Du guckst. Oh! Bitte mit Schiff! Bitte gönn mich Schiff! Wenn du jetzt... Nein. Oder? Hast du? Ich guck noch. Hast du Schiff? Ist das Schiff? Ich hab Schiff! Nein! Let's go, Leute! Die erste Elytra jemals! Such weitere Schiffe, wir brauchen 3 Lutras. XD. Du heilige Kacke. Tobi ist guter Minecraft-Spieler, das kann ich schon mal vorhersagen. No joke, selbst ich sag, dass Tobi gut ist in Minecraft. Tobi ist schon cracked, würde ich sagen. So wie im PvP, so wie, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt Tobi verlieren, weil ich wieder keine Hungerkeulen habe. Ich habe 2 Hungerkeulen, original. Oh, wieso original? Erklär mal dieses Original am Ende. Ja, original habe ich jetzt 3 Hungerkeulen. Okay. Ich kann nehmt mal aber auch Schalkers mit, wenn ihr könnt. Schalker sind überwichtig. Ich kann halt auf dem PC DC anmachen, aber du wirst sehen, dass es nicht viel bringen wird. Tobi, ich komme! Ich bin da.
Ich habe mich halt geportet. Mit einer Enderperle. Aber es hat mir 5 Herzen abgezogen. Dann war dumm, sagst du? Ja. War komplett dumm und ich sterbe. Bärbel, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bitte werde ich getroffen. Ich habe ein halbes Herz, ich habe ein halbes Herz. Bitte helfen Sie mir. Okay, ich wurde von Endermann erschlagen. Das ist sehr toll, weil ich weiß nicht, wo mein Stuff ist jetzt. Ja. Tobi, kannst du noch mal 5, 6, 10 Meter zurücklaufen und vielleicht mein Stuff sehen? Siehst du mein Stuff irgendwo? Weil das wird jetzt schwierig, wieder dahin zu kommen. Oh, das wäre echt wichtig, jetzt die Elytra zu haben. Ich habe sie auf jeden Fall gleich. Geil. Wo war das circa? Beantworte. Hallo, hörst du mich? Geil. Tobi hat dein Stuff. Ey, bitte werde ich... Oh mein Gott, ist das kacke. Wie lange noch? 8 Seconds. Halte ich aus auf Lock. Och Mann. Bitte nicht. Och Mann. Mann, ich hab keinen Bock. Ist das dumm? Richtig, Schalker Shell. Egal, ich gehe jetzt einfach rein. Geil. Und hier sind nochmal Heal Potions. Nehme ich einfach mal mit. Auf Lock, auf Schmock. Und Chat. Let's freaking go, Leute. Oh, warte. Chat. Und dazu einmal noch die Minecraft-Musik. Let's go. Wow. Ja. Das ist eine perfekte. Das ist die beste Schaufel, die ich jemals gesehen habe. Ich hätte, wir können beginnen. Wir fliegen mit der Elytra. Das Geist heißt No Limit. Bin wieder weg. Ciao. Ciao, ciao. Ist gerade irgendwie nicht so geil, weil ich keine Inseln sehe. Oh mein Gott, ich bin einfach nur viel zu hoch geflogen. Oh mein Gott, kurze Landung. Oh, die Elytra ist fast kaputt. Ist nicht sehr geil. Muss jetzt auch auf gute Nacht, die.
Boah, mit Elytra fühlt man sich no joke krass safe im End. Das kann ich auf jeden Fall mal spoilern. Boah, ich bräuchte unbedingt Unbreaking auf meiner Elytra. Boah, die geht so kack schnell kaputt. Mann, bitte gibt's jetzt irgendwo eins. Man kann man kann. Tobi, kannst du irgendwie Low Chunks von da bis da? Geht es irgendwie? Ah, jetzt bist du aber gar nicht mehr on. Ist aber auch nicht so schlimm. Du bist jetzt safe. No way. Ain't no way. Zweiter. Unbreaking 3. Keine Sharpness 5. Oh mein Gott, hä? Ich habe 2 Perfect Pickaxes. Pete, komm mal gleich DC. Alles gut. Kannst dir Zeit lassen. Boah, geil, Chat. Wir haben 2 Elytrinnen bis jetzt. Ich loote die Cities nicht, weil ich Angst habe zu sterben. Ich lasse dem Ganzen noch mal kurz Zeit zum Loaden. Ich habe zwar nicht mehr so viele Rockets, aber ich meine, dieses Endding. Bin halt am Portal. Oh. Ist ein bisschen anschillig. Man, no joke. Ich würde tatsächlich nach noch einer Elytra holen und dann zurückgehen. Aber ich habe noch kein einziges Gateway gesehen zurück. Backway nenne ich die Dinge auch manchmal. Aber aus Joke, ja. Ich weiß, dass sie nicht so ein. Ich glaube, die heißen Gateway. Mann, no joke, wieso ist hier nirgendwo ein Gateway? Oh shit, ich habe angeguckt. Bitte. Irgendwo. Mann. Ich würde, glaube ich, sogar jetzt zurückgehen. Wenn ich es mir so überlege. Leute. Oder irgendeine geile große Plattform nochmal, okay. 8 haben wir noch. Ist schon derbe unschillig. Und cheaten will ich halt nicht.
Mann, bitte. Ich meine, Hälfte von meiner Elytra auch weg. Jetzt ein Gateway. Wie geil wäre das? Aber wieso ist auch die Render-Distance so niedrig? 5 noch. Und Elytra fast kaputt. No joke, das nächste Gateway würde ich direkt nach Hause nehmen. Ich meine, auf dem kompletten Weg haben wir noch kein einziges Gateway gehabt. Das ist auch schon sehr kacke. Mann, bitte. Bitte, Chat. Wir haben noch 3 Rockets. Wir tauschen nochmal. Muss in einer halben Stunde auf, ja. Scheiße, Chat. Das ist wirklich gar nicht gut. Sorry, ich ist falsch in einer Stunde und 30 Minuten. Ah. Danke für die Aufmunterung. Scheiße. Letzte Elytra. Und bitte ist hier irgendwo Elytra Port. Bitte irgendwo Gateway. Pete, komm zurück, ja, witzig. Was denkst du, was ich versuche? Nein. Ist das Stow kacke? Chat. Jetzt ist es Zeit für dich, Tobi. Werd nicht Minecraft spielen mehr für ein paar Wochen oder länger, ja. Macht mir keinen Spaß mehr. Ich meine, weil du keine Raketen mehr hast. Ja! Genau deswegen will ich ja auch zurück. Was meinst du, wieso ich nach einem Gateway suche? Aber ich kann doch jetzt nicht 10.000 Blöcke traveln im Netz, im End. Das ist scheiße. Juri, was geht? Hi, moin, Petit Pet. Ja, du hast schon Elytra. Ja. Bist du erst gerade? Aber leider haben wir jetzt gefühlt verkackt. Also ich. Ich meine, ich kann nicht suiciden, ich kann gar nichts. Soll ich, Chat, was soll ich machen? Zurückbauen oder? Zurückbauen oder weiter in irgendeine Richtung umzuhoffen? Oder ich versuche halt anderen Weg zurück. Das wäre auch noch eine Option. Komm, ich freue mich jetzt hier einfach hier rüber. Oder Tobi, du gibst mir die Codes. Du steppst Slacy dahin, suchst danach ein Gateway und gibst mir deinen Codes. Hab ich jetzt nicht gesagt. Hast du nicht von mir? Nein, Joke, natürlich nicht.
Ich wollte zu viel. Scheiße. Ich habe kein einziges Gateway gesehen auf dem kompletten Weg. Bin ich doof? Mann. Das ist wirklich kacke jetzt gerade. Ich bin gerade schon ein bisschen sad. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Metzler brauche, aber im End aber ist jetzt halt so, ne? Bin ich ehrlich. Mein Outlook, der Song ist kacke. Ich weiß nicht, warum man hierher kommt, es ist so still hier. Wir bei Braun. Ich wollte gerade sagen, was. Ich meine, weil du keine Raketen hast. Wie, was wolltest du gerade sagen? Dass der Sond? Was? Was meinst du mit Sond? Song? Keine Ahnung. Okay, da ist wenigstens eine Plattform. Utsch. Ich glaube, das sollte sogar reichen. Wir haben auch noch eine Enderpearl zur Not. Also nicht zur Not, die werden wir es oder so usen. Ich bin aber übrigens bad in Enderpearl werfen. Aber es macht ja nichts, oder? Hihi. Reicht es? Juckt. War eigentlich schon ein bisschen knapper, als ich dachte. Aber hat er gepasst? Oh mein Gott. Das ist richtig kacke. No joke. Boah, ich hätte Henna Chest vorher craften sollen. Obwohl, warte mal. Scheiße. Nee, warte mal. Ich könnte heulen. Ich könnte No-Joke heulen. Gibt es irgendjemand, der auf Classic, wenn er nicht Speedrun oder so, sondern auch wenn er auf so einer Hardcore-Welt oder so spielt, der so confident in sich ist, der jetzt in diesem Moment fast bridgen würde? Was glaubt ihr, Chat? Ich glaube actually schon.
Oh mein Gott, das ist crazy hier. Jetzt bleibe ich hier gesneakt, du Scheiße. Ja, am Rand sind meistens keine Blöcke. Falls ich hier irgendwann mal wieder lang laufe. Einfach nur zur Sicherheit. Okay, ich mach grad gut Blöcke. Ich sag, das schafft man. Wenn ich keine Pickaxes mehr hab, dann war's das. Gibt es Obby in Engine Cities? Kann Obsidian in diesen End-City spawnen? Ja, oder? Nee, doch nicht. Aber ich glaube Ender-Chests, actually. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich dumm, aber ich glaube wirklich. Ich glaube wirklich, da können Ender-Chests drin sein. Ich meine, was würden Pro-Player machen? Die würden doch das gleiche machen wie ich, oder? Ich glaube, die würden aber auch in End-Cities reingehen dann. Aus dem Grund, weil es da, glaube ich, wirklich Dinger gibt. Digga, aber... Gateways? Wie selten sind die bitte schön? Ich habe auf dieser kompletten Strecke hierher durchgeflogen, bin kein einziger gefunden. Aber es ist auch so dumm, dass ich nur 7 Obsidian mitgenommen habe. Oh, die hier wird richtig lange halten, weil der hat Unbreak 3. Ist mir gerade aufgefallen. Bitte schaffe ich es innerhalb von einer Stunde nach Hause. Über da schnell. Also wir machen trotzdem Meter, aber ich weiß nicht, ob wir es so schaffen. Irgendwann dann da anzukommen, wo wir ankommen wollen. Ich benutze einfach mal ein bisschen mehr Ender Pearls, weil die sind nicht so wirklich verbraucherisch. Checkt ihr, was ich meine? Oh, maybe ist da ein Gateway. Ich will Nojo gucken. Ist aber auch so bitter, no joke. Mann, bitte, no joke. Deal with you, so I'm disappearing.
Oder soll ich mich darüber pölen? Ja, komm. Bitte ist hier ein Gateway, bitte. Oh Mann, ich hätte so gerne irgendeinen Freund als Minecraft-Pro, der wüsste, was man in solchen Situationen macht. Wie chillig wäre das, bitteschön. Ich esse halt die Kokosfrüchte, weil ich habe Angst, dass am Ende mein Essen alle ist. Sowas finde ich actually knapp schon. Chat, bitte habt die Ideen. Das ist gefühlt noch so weit. Alter, ich dachte gerade, der war Hero Prime. No joke. Ich meine es gerade komplett ernst, ich dachte das. Ich weiß, dass es Hero Prime nicht gibt, aber ich dachte wirklich für eine Sekunde, da ist gerade Hero Prime. Ich glaube, Nordjok, wir machen aber auch so besser Meta. Okay, ich habe ihn nicht angeguckt, chillig. Also ich weiß, dass ich so auch noch Risiko eingehe, aber... Was soll ich machen, meine ich? Kommt. Autsch. Ich muss wirklich jede Ecke von den Islands abchecken. Das hier ist auch zum Glück eine große. Weil hier können überall Gateways sein. Irgendwo im Gateway, bitte. Oder NCT wäre ich auch mit zufrieden. Hier ist eine Big Island. Bitte jetzt mal. Das ist kein Witz mehr. Ich flehe dich an, Game. Du bist das beste Game, was ich kenne. Und wahrscheinlich auch das Beste, was es gibt. Bitte gib mir trotzdem jetzt eine Entity. Oder ein Gateway. Gateway wäre tausendmal besser.
Ich liebe Gateway. Bitte, wenn ich hier jetzt ein Gateway sehe, ich raste aus. Und ich werde mindestens noch über 2000 Stunden in Minecraft verbringen in meinem Leben. Außer es gibt irgendwann eine zweite Version von Minecraft. Was ich aber nicht vermute, aber wenn. Ich müsste da eigentlich auf der Island auch mal. Ich weiß, es ist höchstwahrscheinlich eine kleine Island, aber ich muss trotzdem sicher gehen, Chat. Weil würde da jetzt ein Gateway sein? Wenn ich jetzt da drüben Gateway sehe, hat sich alles gelohnt. Scheiße. Ist halt jetzt ein bisschen doof auch, aber... Leute, guckt mir gerade einer zu auf YouTube. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was du machen solltest. Ja, du? Okay. Aber was würdest du an deiner Stelle machen? Doch das gleiche wie ich, oder? Oder irgendwas anderes? Würdest du irgendwas anders machen? Ja. Einfach versuchen, zum Spawn zu kommen, so schnell wie es geht. Oh. Das ist halt eine Huge Island. Da gehen wir als nächstes rauf. Oder würdest du hacken an meiner Stelle? Aber Cheaten ist halt schon sehr boring. Also ich meine, ich habe halt OP und dann könnte ich mir... Wenn ich mich entweder teleportieren oder... einfach den Seed suchen und dann... Und dann mir ein Gateway raussuchen und dahin bauen. Ich kann dir doch Chords geben, oder? Ja. Es sind halt bei 0-0, aber... Ich meine, bringt tut's ja jetzt nicht wirklich was. Ich erkunde hier noch die Island. Okay, da ist auch noch mal einer. Ich check aber auch nicht, dass ich hier bei Video Settings meine Chunk Distance nicht höher stellen kann. Guck mal, legit. Guck's euch an. Bam. Bam. Okay, hier passiert was. Hier passiert auch was, aber hier passiert nichts mehr. Guck, wieso? Kannst du kurz auf dem Server bleiben und ich mach kurz was? Ich guck mal kurz auf Aternos, ob man da irgendwas umstellen kann, dass der eine weitere
Distance hat. Cracked? Spawnshot, Spielmodus erzwingen. Vanilla Snapchat. Plugins. Keine Ahnung. Keine Ahnung, das hier installiere ich mal auf den Server. Chunk Distance. Mann. Hey, bist du vom Server runtergegangen? Bist du vom Server runtergegangen, Dennis Peter? Oh, hier steht, der Server muss neu starten. Jetzt soll es wieder klappen. Ja, ich wurde gekickt. Ja, jetzt soll es aber wieder klappen. Join mal wieder rauf. Shit. Klappt nicht.
Ich meine, wie hilfreich wäre das bitte schön, würde ich einfach ein paar Blöcke weiter gucken können. Ich meine, es wäre todeshilfreich. Bitte geht's hier noch weiter auf der Island. Vielleicht Slash Preload? Mann, wie dumm aber auch von mir, dass ich nur 7 Obby mitgenommen habe. Ich bräuchte ein einziges Obby. Bin bei 6, 3, 8. Ja. Da versuche ich gar nicht mehr zum Spawn zu kommen, sondern einfach hoffe ich auf eine City oder auf ein Gateway. Was willst du jetzt machen? Einfach weitersuchen. Ich meine, ich kann ja nichts machen. Und 45 Minuten muss ich auch. Und zu Neten muss jemand einfach eine Elytra farmen, ein paar Rockets mir geben, hierher fliegen. Wenn einer das offline machen kann, dann wäre geil, aber würden wir wahrscheinlich 90% von den Leuten nicht machen. Immer rechts lang ist meine Taktik. Ich warte auf dich. Nee, es bringt nichts. Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden. Ich bin Milliarden von Blöcken entfernt, muss nicht warten. Du kannst selber nach Cities suchen, aber... Ja doch, habe ich. Du bekommst... Da nicht mehr weg, wie? Wie, was meinst du? Was meinst du damit? Bitte irgendwo ein Gateway. Wie ich mich vor Freude weinen würde. Okay, ab jetzt gilt es nicht mehr, dass, wenn ich ein Gateway finde, dass ich dann 2000 Stunden noch Minecraft spiele. Hä, den Song hatte ich doch schon, no joke. Da bin ich dumm. Kann actually sein. Alter. Was stinkt hier bei mir so? Ja, bei mir riecht es voll verbrannt, glaube ich. Es stinkt? Das ist ganz komisch. Soll ich lieber nachsehen? Also da kann ich nochmal raufgehen auf jeden Fall. Mach mal. Okay. Warum so leer? Piet?
Ich weiß nicht, vielleicht kocht mein PC oder so einfach nur. Ich schau mal wieder rauf. Ich bin wieder da. Okay, nice. Ja, aber was willst du bitte da machen? Du bist in der Pampa. Ja. Und da kannst du auch nichts mehr machen. Doch, ich kann was machen. Ich kann halt immer weiter versuchen. Ich kann halt ja, tryen. Schau mal, wenn du nichts findest, dann kannst halt direkt knicken. Ja, aber ich meine, irgendwann, ich travel halt jetzt auch immer weiter in die eine Richtung. Und irgendwann bin ich dann halt auch am Spawn. Ich meine, es dauert halt nur Jahre gefühlt. Du kannst ja 2000, 3000 Blöcke traveln, aber wenn du in die Richtung nichts gefunden hast, dann kannst du ja sein lassen. Ja, ich travel jetzt schon zurück, so ein bisschen. Mhm. Wie viele Blöcke bist du in eine Richtung getravelt? 10k, oh. Ja, aber ist übertrieben. Ich habe halt nicht gewusst, dass das so weird ist. Weil eigentlich finde ich immer ein Gateway und ich habe auf dem kompletten Weg auch kein einziges gesehen. Wie kann das denn jetzt sein? Ja, check ich halt auch nicht. Seit Tobi Office passieren hier immer komische Dinge. Das Stronghold ist voll mit Monstern. Ich habe die gerade alle geschlachtet. Ist eigentlich normal. Ja, bei dir stinkt's und dein PC kocht, oder? Ja. Moin auf jeden Fall, jetzt freut mich, dass du dabei bist. Nice, auf jeden Fall moin. Also, vielleicht weißt du, was zu tun ist? Ich versuche hier gerade einfach nur ein paar Leute nach Rat zu fragen. Du weißt, was hier so ein bisschen los ist? Ich habe 2 Elytras. Ich habe 7 Obsidian. Ich würde ganz gerne nach Hause kommen. Ich habe halt ein Bett platziert auch. Habt ihr ein Discord-Ausrufzeichen, die sehen im Chat dafür? Halt und ich suche jetzt entweder, glaube ich, nach Ender-Chest und dann Suicide ich oder ich. Oh nein. Try halt dauerhaft einfach Gateway zu finden. Als was würdest du machen in so einer Situation? Ich meine, ich bin 10k Blöcke entfernt vom Spawn und ich weiß kein einziges Gateway in der Nähe. Und ja, meine Elytra ist auch fast kaputt und ich habe keine Rockets. Kann ich mal. Ich habe nur ein einziges Problem. Was? Red mal ein bisschen lauter. Mein Obsidian ist alles weg. Ich kann nicht mehr in den Nether. Und ich weiß nicht. Ja, ich will zurück traveln, weil ich kann ja hier nichts machen, außer auf dich warten. Aber das wird halt nicht. Da ist doch Obi, da wo du bist. Am Endportal. Ja, mein Endportal ist halt minus 1604. Ja, minus 6. Nein, ich meine, da ist doch Obsidian. Wo? Na. Halt. Ja, direkt, du kannst doch abbauen. Ja, aber wenn ich das jetzt zähle, ja, 9. Und dann noch seitlich, rechts und links seitlich auch noch. Sind auch noch mal 3 immer. Ja, das reicht. Ja, also, ich wünsche mir noch, dass du zurückkommst. Keine Ahnung, ja. Aber du kannst gerne in DC kommen. Mach einfach Ausrufezeichen DC in den Chat schreiben. Dann kommst du schon einer in DC. War gerade hier. Was? Einer war gerade im DC, der hat Piep Piep gerufen und du hast da gecheckt und er ist wieder Call geliefert. Achso, wer denn? Keine Ahnung, ich hab selber erst danach den Call betreten. Ich habe nur gesehen, dass er geliefert ist. Wie hat das nicht angehört? Keine Ahnung. Nett oder nicht so nett? Vielleicht war dieser eine. Dieser Cookie oder wie der heißt, keine Ahnung. Cookie? Ich glaube schon. Okay. Oder ich weiß halt nicht, der hat Piep Piep gerufen, da ist er voll geliebt, weil du nicht geantwortet hast. Hat er noch irgendwas gesagt? Nee. Ich habe nur im Stream gehört, Piep Piep Piep.
Guten Tag. Wer ist da? Ich bin Nils. Nils? Ah, freut mich, dass du dabei bist. Ja. Ich komme rein. Wie Piet gerade schon gesagt hat, er steckt mit 2 Litern im Endfest und er kann nicht mehr zurückkommen. Also er kann zurückkommen, aber... Achso, willst du mitspielen? Ja, ich habe schon die Adresse. Ja, dann musst du jetzt noch im DC, ganz unten ist glaube ich so ein Kanal und da sind halt die Minecraft-Regeln. Die müsstest du akzeptieren und dann in den Hauptchat deinen Minecraft-Namen noch reinschreiben, damit wir dich whitelisten können. Ich bin halt gerade am Endportal, aber das bringt ja nicht. Warum brennt hier alles? Wo? Die Lava ist zugebaut und alles brennt. Wo ist. Hä, wo brennt was? Wir können aus dem Portal Enderman kommen. Aus welchem Portal? Aus dem Endportal. Nein. Okay, weil hier sind gerade 2 Endermans vor meinen Augen. Ja. Zum Glück habe ich mich eingesperrt. Ja, aber die sind einfach nur da, weil du gerade auch kein Light-Level hast. Ich weiß, aber ich habe mich hier eingesperrt, weil vorhin ist hier ein Baby-Zombie reingekommen und ja. Deswegen. Manchmal verirre ich irgendwie. Ich soll einfach nur in den Chat meinen Namen schreiben. In den Hauptchat am besten. Jo. Ja. Ja, und vorher noch die Regeln akzeptieren. Ja, habe ich gemacht. Ja, okay. Hast du? Ja, hab ich gemacht. Okay, warte. Bitte, ich glaube, wir haben eins vergessen. Was? Und zwar die Codes fürs Dorf. Nein. Nein? Die kenne ich auswendig. Was war's? Okay, hab dich gewhitelistet. Ja. Okay, Chat. Ich weiß nicht. Ich muss halt auch in einer halben Stunde auf. Was soll ich jetzt machen? Ich kenne mich halt wirklich überhaupt gar nicht ausgeführt in so einer Situation. Drin. Nils, bist du der Mindfreak? Ja. Okay. Naja, dann bin ich halt eben ohne Officer Rank. Mann. Aber gehst du gerade zum Spawn, Christian? Nee, ich bleib immer noch hier. Wieso? Weil ich nichts anderes zu tun habe. Was soll ich machen? Jetzt baue ich mich raus, da greifen mich 20 Skelette an, ich sterbe und mein Loot ist weg. Hä, nein, du hast doch da Bett. Ja, aber stell dir vor, ich habe schon 2 Creeper gesehen, als ich aus dieser Tür gegangen bin. Ja, dann baue ich einfach nach oben. Ach, oh. Ja, genau. Ich schlafe mal, aber das bringt wahrscheinlich nichts. Oder baue dir einfach ein Portal, bist du gerade in den Portalraum? Ja. Ja, da ist doch so viel Obby. Ja, aber... Wo gibt's eine Zivilisation? Also unsere Zivilisation lebt bei ungefähr, glaube ich, bei der ersten Nee, oder war das die letzte? Bin ich gerade lost? Auf jeden Fall irgendwas mit 1000 und das andere war minus 200. Ich glaube, das letzte war 1000 und das erste minus 200. Ja, das letzte war 1500 irgendwas. Ich glaube nicht 500. Doch. Oder sicher? Keine Ahnung. Ich glaube einfach nur 1200 höchstens. Aber ja, du wirst es schon finden, wenn du einfach in die Richtung gehst. Also, siehst du dieses Nether-Portal am Spawn? Ja. Wenn du in die Richtung, wo die Treppen hochgehen, einfach in die Richtung läufst dauerhaft? Dann, welche Koordinate geht da hoch und dann... Die muss ungefähr bei 1000 sein. Okay. Und Nils, geh auf gar keinen Fall in das Nether-Portal oder du wirst in 2 Sekunden sterben. Da fehlt eh ein Obsidian. Wirklich? Wir hatten das kaputt gemacht.
Keine Ahnung. Mann. Das jetzt gerade Schoko. Nein, Schoko bestimmt nicht. Schoko macht sowas nicht. Ja, Grief macht er nicht, aber keine Ahnung. Vielleicht war es Super Julian oder so. Ja, es kann sein. Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich den ganzen Tag hier das hier mache. Nils, ich meine, ich finde auch keine Netfestung. Ende Portal geben. Hm? Was kannst du? Ich kann dir den kurz zum Ende Portal geben. Ja, nee, passt schon. Ich hab ja noch gar nicht. Ein bisschen unsicher. Weiß, weil ich hab hier zwei Dias und eine Diamantstufe und Schwert. Naja. Ich hab schon, was ich brauch. Ich spiel ja nicht zum ersten Mal Minecraft. Hey. Chat. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich bin verloren, glaube ich, wirklich. Alter, wieso mache ich hier gerade Parkour über dem Void? Das ist so dumm. 1000 minus 200, ne? Ja. Oder minus 1000. Also, hast du geguckt, in welche Koordinate positiver wird, wenn, also höher geht? Ja. Okay, ja. Die muss ungefähr bei 1000 sein. Und dann solltest du es auch schon sehen, eigentlich. Oh, warte mal, ich gehe die ganze Zeit in eine falsche Richtung. Shit. Ich muss in die Richtung da. Also X-Achse 1000 oder andersrum? Ich glaube andersrum, aber ich weiß es nicht genau. Ich kann auch noch mal kurz Stream gucken. Warte. Ich guck mal. Okay, da bin ich im Nether. Scheiße, meine Handcam ist davor. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Mann, früher wusste ich immer, ich guck mal im Hauptchat. Vielleicht hat es da irgendwann mal jemand reingeschrieben. Okay, ich glaube doch nicht. Ja, also wenn du getestet hast, einfach die ganze Zeit in die Richtung laufen. Ja, okay. Also, wenn man die Treppe hochläuft sozusagen. So, und die... Geh nach draußen. Also nicht runter. Meine ich jetzt. Okay. Obwohl, warte mal. Ist doch eigentlich egal, oder? Ich bin Richtung Portal jetzt gelaufen. Also Richtung, so wie das Nether-Portal stand, so quer. Ja. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Gerade ein bisschen. Bin ich ehrlich? Warte mal, also die Treppe, die geht ja hoch und so. Hm. Und dann, welche Koordinate ist es, wenn man auf dieser Koordinate sich bewegt? Die muss halt auf 1000 sein. Mann, ich kann auch schlecht erklären, aber ich glaube, man kann es schon verstehen. Aber hast du es jetzt verstanden oder noch nicht? Nee, eigentlich nicht. Also du kannst auch Bildschirmübertragung kurz machen, dann kann ich. Dann weiß ich, in welche Richtung du laufen musst. Tja, so.
Warte. Ja. Schau, die haben Streams. Okay, danke. Okay, ich guck. Also. Bin jetzt hier. Das ist Portal. Ja. Lauf mal nach links. Da. Also nein, warte mal. Bisschen rechts, dass du halt sozusagen gerade läufst, ja. Lass mich kurz gucken. So. Ja, dann muss die letzte Koordinate bei 1000 sein. Und das okay. Die erste bei ungefähr minus 200. Würde ja. Ich schätzen. Also ja, also einfach die ganze Zeit. Warte, ich guck. Ja, so ist es. Ja, einfach nur da. Also jetzt einfach geradeaus. Du kannst auch über Wasser fahren. Da musst du aber vorher ein bisschen nach. Also wenn du. Da ist ja Wasser bei dem Portal. Da kannst du einfach nach links. Also von dir aus gesehen jetzt nach links und dann nochmal links und dann kannst du dauerhaft über Wasser fahren. Es geht relativ schnell. Ich laufe einfach. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, okay. Ach so, mit Boot. Ja. Ach so, ja. Okay. Ja, ich mache wieder aus, oder? Okay. Ich versuche jetzt einfach zu 0-0 kommen, glaube ich. Ich glaube nämlich, die Mittelinsel ist immer bei 0-0, wenn ich nicht dumm bin. Aber es kann jetzt auch ein Faker sein. Okay, lass mich überlegen. Vielleicht kann ich auch doch noch irgendwas mit meinen Mets machen. 7 Orbi. Kann ich nicht so machen. 0-0 ist immer die Portalinsel. Ja? Die Endinsel? Okay, gut. Ich kann wirklich gar nichts machen. Mann, hätte ich einen einzigen Obby mehr mitgenommen. Das wäre so geil gewesen. Ich habe noch eine kleine Frage. Warum ist dieser Ton so komisch? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel über Wasser fahre. Was meinst du? Also, ja, der Ton ist halt komisch. Von dem Wasser und so. Also, eigentlich haben wir da nichts dran verändert. Hm. Also, nicht, dass ich jetzt wüsste. Nee, weil es gibt auch irgendeinen Befehl, der heißt / Audio. Ich weiß nicht, was der bedeutet. Was macht der? Ja, ich hab keine Ahnung. Ach so, ja, das ist so Voice Chat. Dass man sich keine Mod installieren muss, dann kann man miteinander reden. Und wenn man näher dran ist, dann hört man sich halt mehr. Also. Okay. Oh, jetzt bin ich schon hier da, bei der einen Koordinate zu weit. Na? Also aus der Eisenfarm kannst du dir auch ein bisschen rausnehmen, wenn du möchtest. Oh, warte kurz. Okay, bin wieder da. Okay, wenn ich zurück bin, glaube ich, zu Hause. Ich weiß schon, was ich alles machen werde. Ich werde mir als erstes eine komplette Rüstung machen. Full Prot 4, Full the Tools, alles komplett enchanten. Full Netherite, glaube ich. Also das ist mein Plan. Und dann natürlich auch noch für meine Elytra dann eine Gunpowder Farm bauen. Sugarcane Farm haben wir ja schon. Ja, und dann sind wir good to go, glaube ich. Dann kann ich auch noch ein paar andere Farmen bauen, aber das ist erstmal wichtig. Du. Hey! Auf der Check 12. Was war das letzte Craft Attack? 11. Was hat da Basti GAG gebaut? Diese Höhle, dieses Loch. Stimmt. Der König. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder an Elf. Na,
Okay, bald ist 12. Ja. Ich und weiß. Also kann jemand schlafen? Also, Christian, kannst du schlafen? Ich bin halt im End. Es muss halt nur einer schlafen, oder? Ja, wir haben 20%. Dass 20% schlafen muss. Da gibt's einen Befehl. Ich weiß nicht, ich bin halt nicht der Admin. Ich bin nicht der Ersteller des Servers. Ist der Bürgermeister. Ja, das stimmt. Aber ich habe die meisten Sachen nicht gemacht, aber ich glaube, ich könnte es nochmal raussuchen, den Command. Aber es war irgendwas. Habe geschlafen, okay, gut. Nee, ich weiß es gerade nicht. Sorry. Aber ich es war auf jeden Fall keine Mod. Okay. Siehst du das Dorf noch nicht? Nee, ich sehe noch nicht. Also die Renderdistanz von dem Server ist online so, ist nicht so hoch. Weißt du, wie man die höher stellen kann? Beim Server, bei Aternos geht das nicht. Nicht? Okay. Nee. Das ist kacke. Musst du schon Geld bezahlen. Musst du bei Nitrado oder so machen. Aber das kostet ja Geld. Wie viel kostet das? Ich glaube so, ich weiß nicht. Also, das Billigste kostet irgendwie so pro 5 Tage irgendwie 2 Euro oder so, keine Ahnung. Aber da kriegst du halt auch nicht so. Also, ja. Oh, 5 Tage 2 Euro. Ja, keine Ahnung. Ich hab auch immer bei Aternos geholt. Okay. Oh, mein Kollege, der hat bei. Ah ja, ich bin da. Hast du's? Ja, ich hab's. Okay. Krieg ich, oh, hier ist ein Creeper. Pass auf, dass keine Farm kaputt geht. Nee, nee. Also du kannst dir was aus der Eisenfarm nehmen, wenn du willst. Wasser aus der Eisenfarm. Wie bitte? Wasser aus der Eisenfarm. Eisen aus der Eisenfarm, sorry. Ja, ich brauche erstmal was zu essen, würde ich sagen. Ja, du kannst auch mit Eisen dir Emeralds drain und mit Emeralds dann halt essen. Bei den Villagern. Ja. Christian, bist du gerade da oder wo bist du? Okay, und die Hühnerfarm, was? Ja, die produziert nicht so gut. Ah, okay. Aber wir hatten auch mal eine Essensfarm. Wenn du willst, dann kannst du sie auch versuchen zu fixen. Da müssen einfach nur noch mal 2 Villager rein. Weil irgendjemand hat sie einfach gekillt, ich weiß es nicht. Okay, also bei der Hühnerfarm kommt nur Feder raus, nur Federn. Ja, das wurde schon alles weggegessen, der Rest. Okay. Ja, aber du kannst dir einfach welche traden, so ein bisschen essen. Wo? Ja, hier ist ja so eine Schlucht, ja. Du weißt ja, wo wird Schlucht? Also, geht das so runter? Ein Loch. Die größere Höhle? Ja, hier ist doch so ein Loch halt. Ich weiß nicht, was das ist. Ist da auch so ein bisschen Holz gebaut? Kann sein, ja. Ja, dann ist es unsere Höhle. Aber die benutzen wir schon lange nicht mehr. Und hier sieht's aus in dem Dorf, ey. Ja, wir haben noch kein Verschönerer wirklich gehabt. Ja, 15 Eisen. Oh ja, das sind ist. Die Villager? Das ist, weil die gerade die ganze Zeit nicht geladen wurden. Die Villager, die sind in der Mitte des Dorfes, so wenn du runtergehst noch ein bisschen. Dann bei. Und dann halt. Und dann ist halt sozusagen so ein bisschen Unterschlupf gebaut. Also das sieht man eigentlich.
Also nicht bei den... nicht bei den Schafen. Also wenn du von den Schafen... halt in Richtung runter gehst, da geht's so ein bisschen runter. So 5 Blöcke oder so. Und da irgendwo sind auch die Villager. Aber die Eisenfarm hat jetzt die ganze Zeit nicht produziert. Wir haben davor kurz noch mal rausgenommen. Also wir hatten einen Schankloader da, aber den hat irgendjemand kaputt gemacht. Hm. Passiert öfters. Aber es war nicht seine Absicht. Er sagt, es war ein Creeper. Mann. Ich muss irgendwie nach Hause kommen. Ich meine, es sind noch 8000 Blöcke. 8000 sind machbar eigentlich. Muss auf, okay, bye bye. Ciao. Ich muss auch bald auf. Ist da irgendwo ein Ofen? Ja, und du kannst auch Lava nehmen von unserer Lava-Farm für einen Ofen, falls du irgendwas braten willst. Also, die Öfen sind... Ja, warte, ich hab was. Ja, okay. Chat, 5 Minuten noch, dann muss ich gehen, leider. Wenn du den Schild ausmachst, siehst du ein bisschen mehr. Ist es so? Ja. Dann ist halt nicht so neblig. Okay, ich try mal. Alter, oh mein Gott, meine Augen. Das Void macht mir auf jeden Fall ein bisschen Angst. Hm. Ohne Shader. Es sieht schon angsteinflößend aus. Hm. Muss ich sagen. Oh, wichtig, da ist noch eine Island. Oh, ich überlege jetzt, ob ich das mit der Elytra schaffe, bis dahin zu fliegen. Aber ich glaube schon. Wie bitte? Wie viel die noch hat? Also ich habe halt keine Rockets, das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit dem Gleiten bis dahin, aber sollte ich. Wow, ja, okay. Ja. Richtig gut gemacht. Da muss ich extra keine Blöcke mehr farmen gehen. Ja, okay. Chat, mein Internet geht gleich aus. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit dem Stream. Kommt gerne morgen wieder. Ich stream daily. Ich weiß nicht, was ich morgen streame. Auf jeden Fall glaube ich, dass ich die nächsten Tage erstmal kein Minecraft mehr spielen werde. Aus dem Grund, weil ich habe jetzt gefühlt den letzten Monat nur Minecraft gespielt. Also diesen Monat oder so. Und seit, keine Ahnung, der Hälfte des letzten Monats
Also würde ich sagen, Chat, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr da wieder dabei seid. Und dann bis morgen. Ciao, Leute, ciao. Tschüss.